Hallo, schönen guten Abend. Willkommen im WUK bei dieser gemeinsamen Veranstaltung von WUK und ATTAC. Der Veranstaltung mit dem Titel Gemeinsam kämpfen wir für ein anderes Europa, Ergebnisse des Alterssummits in Athen. Ich darf meine Gäste heute quasi hier vorne begrüßen. Rechts von mir Alexandra Strickner von ATTAC Österreich, Katharina Anastasiou von Solidarity for All, Solidarität mit Griechenland, und Walter Bayer von Transform Europe. Was haben wir heute vor? Wir wollen kurz besprechen, kurz erzählen, uns anhören, wie der Alterssummit in Athen gelaufen ist, wie der Prozess um den Alterssummit gelaufen ist, was da eigentlich passiert ist und was unsere politische Einschätzung dazu ist. Und dann wollen wir ein bisschen tiefer gehen und uns anschauen, vor welchen Herausforderungen stehen denn eigentlich die europäischen linken Widerstandsbewegungen im Moment? Was gibt es denn da für Probleme und für Dinge, auf die wir achten müssen und mit denen wir arbeiten müssen? Vielleicht da vorne, also da hinten, wenn ich ihn gerade noch sehe, nochmal ein Dank an den Georg und Ziege TV, die heute wieder unsere Veranstaltung aufzeichnen und das noch für andere Leute zugänglich machen. Und genau, einen Dank an euch. Und dann würde ich sagen, zeigen wir zum Einstieg mal ein kurzes Video, ein Mobilisierungsvideo, das im Vorfeld für den Alterssummit vorbereitet wurde. Europe now has become a force against human emancipation because in the last 20 years we've had a rollback of democracy. We have had a shift in government towards an anti-democratic, authoritarian form of government, which is giving priority to the transnational corporations, the financial sector. And you cannot run a government if you are only running it for the sake of the financial industry. Until today, people in Europe are struggling separately and are defeated separately. We think together we will win. For me, the Alter Summit is something which is completely new in European history. There have been movements before that were international, but which were organized around a particular political party or particular political ideology. And that's not what the Alter Summit is. The Alter Summit is a coming together, a convergence of movements from all over Europe. So there are trade unions, social movements, ecologists, feminists, people coming from many, many different struggles. From the moment in which the crisis arose until now, we were not able to fight against the European powers who want to destroy democracy and rights. I decided to get involved in the Alter Summit because I think that it is now high time to work for a convergence of the struggles all over Europe. This is for me a hope for Europe because as we see now, Europe is sliding more and more towards disintegration. We have to destroy this movement towards precariousness, which is hitting women and young people particularly hard. We know the figures on unemployment for youth in Spain, close to 50%. When I was young, for me it was normal to have the possibility to go to school, or it was normal to think that after the school I could find a good job. This was the result of the fight of my grandfather, my grandmother, of my father, and the only way to save ourselves is to find the others, which have the same problems, and to fight with them. What we need is actually a structuralized, institutionalized organization which could put an end to austerity measures. Because as we can see, the financial elites already have a broad movement. They don't have borders. They cooperate together. They are united. And that's the reason why they are strong. 200 organizations coming from 20 countries will gather and will claim together very urgent and common demands of the whole European social movement. That's what we'll do in Athens on June 7 and 8. Gut, danke schön. Lassen wir das Licht so, oder? Ganz kurz. Danke für die Erinnerung, Lena. Ich habe natürlich schon sehr
begeisterte Worte über die Kooperation mit dem WUK verloren und dabei vergessen zu sagen, dass das heute ja auch nicht nur eine Veranstaltung von WUK und der TAG ist, sondern eine Kooperation mit Solidarity for All und mit Transform. Also auch nochmal sozusagen danke an alle, die da mitgewirkt haben und danke für die Erinnerung. Genau, wir haben kurz das Mobilisierungsvideo gesehen, das im Vorfeld für den Alter Summit gemacht wurde. Der Alter Summit war ja nicht nur quasi ein Event, das in Athen Anfang Juni stattgefunden hat, sondern dem ging ja auch ein längerer Prozess davor entlang, wo verschiedene Organisationen, Bewegungen, Gruppen versucht haben, sich anzunähern, diesen Prozess zu planen und auch gemeinsame Positionen zu entwickeln. Ich sage jetzt vielleicht gar nicht mehr, sondern ich bitte dann auch einfach meine Gäste da ein bisschen mehr aus ihrer Perspektive dazu zu sagen. Alexandra, vielleicht mal aus deiner Sicht, warum war ATTAC dabei beim Alter Summit bei diesem Prozess und was ist sozusagen deine Einschätzung, was der Alter Summit geleistet hat aus der Sicht von sozialen Bewegungen und von NGOs? Was ist deine politische Einschätzung dazu? Danke, Lisa. Ich würde vielleicht eher sagen, warum ist ATTAC beim Prozess? Weil der Prozess ja eigentlich, würde ich sagen, erst begonnen hat und eben nicht schon geendet hat. Ich denke, dass das Einstiegsvideo hat eigentlich eh schon viele Dinge gesagt, warum ATTAC auch dabei ist. Also für uns ist es klar, dass wir eine Kehrtwende in der EU-Krisenpolitik und auch Alternativen, grundlegende Alternativen, nur dann umsetzen werden können, wenn wir uns zusammentun, wenn wir gemeinsam kämpfen. Und das hat eben diese zwei Komponenten. Zum einen geht es darum, gemeinsam den Widerstand zu leisten gegen diese Politik, die derzeit umgesetzt wird, wovon auch wir immer mehr und mehr betroffen sind. Stichwort eben zum Beispiel Wettbewerbspakt, der jetzt als nächstes umgesetzt werden soll, also eben wo auch alle Länder, die jetzt kein Defizitverfahren haben oder noch nicht auf EU-Gelder zugreifen, auch verpflichtet werden sollen, Strukturreformen, sogenannte, umzusetzen, die wir ja in Griechenland, in Portugal oder Spanien schon sehen. Und das Zweite ist aber eben auch diese Herausforderung, die wir haben, Alternativen gemeinsam zu entwickeln, weil der Widerstand alleine ist zu wenig und ich glaube, das ist auch ein, würde ich mal sagen, aus einer politischen Bewertung her gesehen, ein riesengroßer Schritt nach vorne, dass wir auf diesem Weg bis hin zu Athen dieses Manifest erarbeitet haben. Ich glaube, das ist wirklich ein riesengroßer Schritt nach vorne zwischen den verschiedenen Bewegungen, Gewerkschaften, Organisationen, die sich beteiligt haben. Einerseits im Hinblick auf wirklich ein fokussiertes gemeinsames Dokument zu haben, wo man mal sagt, da sind einmal erste unmittelbare gemeinsame Forderungen, Positionen, die man hat, die sehr stark natürlich an den unmittelbaren Realitäten anknüpfen, Stichwort Schuldenkrise, Stichwort soziale Krise, da wo aber in diesem Manifest schon auch Elemente drinnen sind, die den Weg öffnen für die größeren Fragen, die wir haben. Also es ist klar, nur mit dem Rückgängigmachen der bisherigen Krisenpolitik werden viele Fragen nicht gelöst werden. Also da haben wir doch noch viele Fragen, Stichwort ökologische Krise zum Beispiel, ja, oder Demokratiekrise. Das ist das eine. Und das Zweite aber ist, denke ich, dass der Prozess an sich eben in Bezug auf wie dieses Manifest erarbeitet worden ist, aber auch der Athen vorbereitet worden ist, aus meiner Sicht auch schon ein riesengroßer Schritt nach vorne ist. Also wenn man jetzt auch so ein bisschen sich anschaut, woher wir als Bewegungen kommen, wie man versucht hat, eben über den europäischen Sozialfondsprozess, der hier ganz Wichtiges geleistet hat, indem er die verschiedenen Bewegungen auf europäischer Ebene zusammengebracht hat. Wenn man sich da anschaut, da ist es noch bis dorthin nicht gelungen, wirklich in einem partizipativen, transparenten Prozess so ein Dokument zu entwickeln. Also ich war bei allen Sozialfonds dabei und das war halt dann so, man hat am Schluss halt so ein kurzes Dokument gehabt, das halt ein paar erarbeitet haben, aber wo nicht wirklich mal sozusagen so ein Hin und Her hatte. Und ich glaube, das ist auch ein Novum, dass man hier einen ersten Entwurf entwickelt hat und dass der wirklich in mehreren Runden von den verschiedenen Gruppen diskutiert worden ist, verbessert worden ist und wo natürlich auch ein politischer Prozess stattgefunden hat.
Und das Letzte, was ich noch sagen wollte als Bewertung, jetzt auch aus einer Perspektive von ATTAC, wir waren sehr engagiert in der Assembly zum Thema Economic Governance, Wettbewerbspakt. Das Ziel von Athen war ja zum einen, eben dieses Manifest vorzustellen, uns vorzustellen, zu zeigen, wir sind da, wir tun uns zusammen, wir kämpfen für ein anderes Europa. Und das andere war aber auch zu sagen, wir brauchen einen Raum, wo wir nächste Schritte entwickeln können, wie wir uns gemeinsam, welche Strategien wir entwickeln können. Und wir haben uns besonders hier engagiert in dem Thema. Und da finde ich, war, also für diese Assembly war das definitiv auch ein wichtiger Schritt nach vorne, um hier sich mit all den Kräften, die in den verschiedenen Ländern jetzt gegen die Economic Governance kämpfen oder eben auch jetzt speziell versuchen, den Wettbewerbspakt zu verhindern, den jetzt die EU-Regierungen diskutieren und vorantreiben wollen, sich hier mal zusammenzutun, zu vernetzen. Und da gibt es auch konkrete nächste Schritte, die wir schon geplant haben. Es gibt ein nächstes Strategietreffen, es gibt die Vereinbarung, dass man sich eben gemeinsam austauscht, was Analysen betrifft, um sich hier gemeinsam zu stärken. Und daraus werden sicher noch nächste Schritte kommen. Also insofern gibt es da auch ganz konkrete nächste Schritte jetzt für dieses spezielle Thema. Okay, danke schön. Also was ich jetzt sozusagen von dir mitnehme, das Besondere dann ist einerseits der Prozess, also der Prozess im Vorhinein, aber auch der Prozess, der weitergehen soll, das Manifest, das auch in der Form eigentlich eine neue Qualität hat und dann, was vielleicht noch offen ist, auch für Diskussion nachher, diese sehr konkreten Dinge, die auch gerade nötig sind und die gefordert werden, aber die größeren Fragen, die auch noch offen sind und sozusagen die noch diskutiert werden müssen. Und für den Wettbewerbspakt ist sozusagen da, hat tatsächlich auch eine Vernetzung stattgefunden und da gibt es nächste Schritte und da ist man ein Stück weitergekommen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das, was schon noch weiterhin eine große Herausforderung ist, ein erklärtes Ziel des Alter-Summit-Prozesses ist ja, wir wollen die Kräfteverhältnisse verändern. Also wie können wir so machtvoll oder mächtig werden, dass eben wir wirklich diese EU-Krisenpolitik dort, wo sie noch zu verhindern ist, verhindern können oder wo etwas bereits umgesetzt ist, das zurücknehmen können und Alternativen vorantreiben können. Ich glaube, das ist noch ein längerer Weg. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man diese Frage stellt und dass man beginnt, sich damit auseinanderzusetzen. Und es gibt jetzt auch als nächstes einen Evaluierungsprozess. Und das finde ich auch wichtig, dass man sich hinsetzt und sagt, okay, wir haben jetzt einen Schritt gemacht. Schauen wir, was wir jetzt erreicht haben, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und was müssen wir als nächstes tun. Also ich glaube, wenn wir vorankommen wollen, dann ist das Lernen, das gemeinsame Lernen auch total wichtig und da auch dann ehrlich zu sein und zu sagen, das hat funktioniert, da haben wir wirklich einen wichtigen und guten Schritt gemacht und das nicht. Und das, finde ich, ist auch schon ein riesengroßer Fortschritt. Also das nicht einfach weitergehen und sagen, hat eh alles gepasst, sondern zu sagen, jetzt müssen wir schauen, was kommt als nächstes. Und da, glaube ich, haben wir noch eine große Lücke. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir mit dem Alter-Summit in Athen jetzt sozusagen, ja, dass die Mächtigen sich wahnsinnig gefürchtet haben vor uns. Das, glaube ich, wäre übertrieben. Okay, danke. Auf das können wir vielleicht nachher nochmal zurückkommen. Ich gebe das da mal hinüber zum Walter. Danke, Alexandra. Meine Frage an dich, Walter, wäre jetzt sozusagen dann in dieselbe Richtung. Aus der Sicht von Transform, warum seid ihr da dabei bei diesem Alter-Summit-Prozess? Welche Bedeutung hat er aus eurer Sicht? Und was ist auch deine politische Einschätzung, was der Alter-Summit leisten kann? Ja, ich möchte zunächst sagen, dass am Beginn dieses ganzen Prozesses die Auseinandersetzung mit den Mythen um die kapitalistische Krise steht. Es handelt sich nicht um eine Krise, die durch die Widersprüche von Staaten hervorgerufen wird, zwischen Deutschland und Griechenland etwa. Und es handelt sich nicht um eine Krise, die durch unverantwortliche Überkonsumption der Länder des europäischen Südens hervorgerufen wird. Und es handelt sich auch nicht nur zu den ganz trivialen und banalen Erklärungen zu referieren, sondern zu sozusagen anspruchsvolleren. Es handelt sich auch nicht um eine Krise der öffentlichen Schulden und der Staatsschulden, weil diese Staatsschulden in den 80er und 90er Jahren höher waren, als sie es heute sind, als sie es vor der Krise gewesen sind, weil die Staatsschuld von Japan um
Bedeutendes höher ist als der meisten durch die Staatsschuldenkrise betroffenen europäischen Länder. Das sind Konstruktionen, mit denen man sich kritisch auseinandersetzen muss. Und dann gibt es eine zweite kritische Konstruktion, mit der man sich auseinandersetzen muss. Das ist der Rauchschirm der Europäischen Union. Wenn immer Politiker irgendeine unpopuläre Maßnahme gegenüber ihren Bevölkerungen zu rechtfertigen haben, dann erklären die, ja, das ist ein Beschluss von Brüssel, wir können da gar nichts dafür. Aber dieser Spiegel wirkt in die andere Richtung auch. Wenn sie dann die Leute, die unzufrieden sind, an die Instanzen der Europäischen Union wenden, dann sagen die, ja, wir können da nichts dafür, das ist der Europäische Rat, und wer ist der Europäische Rat? Das sind die Regierungschefs. Und in diesem ewigen Spiel hin und her gejagt zu werden, war im Wesentlichen der Widerstand gegen die Austeritätspolitik durch eine lange Periode gefangen. Und zu diesem Spiel sozusagen, aus diesem Spiel auszusteigen, braucht es eine europäische soziale Bewegung. Und jetzt ist es mit den sozialen Bewegungen in Europa so, dass viele der neuen sozialen Bewegungen Kritik an den Gewerkschaften haben und keine unberechtigte Kritik an den Gewerkschaften haben. Sie sind vielfach immobil, sie sind bürokratisch, sie sind zögerlich, wenn es um die Auseinandersetzung mit Angriffen auf den Sozialstaat und die Rechte der Menschen gibt, und sie sind unsensibel, was die Rechte von Prekarisierten und Arbeitslosen betrifft. Umgekehrt sagen dann die Gewerkschaften im Hinblick auf die sozialen Bewegungen, also viel weiter gebracht im Hinblick auf Veränderung der Kräfteverhältnisse habt ihr auch nicht. Und alle beide sind sich dann relativ einig dahingehend, dass die politischen Parteien versagt haben, nämlich die politischen Parteien der Linken inklusive der politischen Parteien links von der Sozialdemokratie. Und das ist ebenfalls so ein Spiel, aus dem man aussteigen muss, nämlich aus dem, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben für das, was in den vergangenen Jahren an Rückschritt erfahren wurde. Und zudem versucht der Alterssummit, eine strategische Alternative zu formulieren. Und jetzt in Kürze, was kann man als das Ergebnis von Athen bezeichnen? Ich sehe 5 Punkte. Erstens, der Alterssummit, der Prozess vorher und auch der Prozess in Athen hat ein Netzwerk von 189 Organisationen zusammengebracht, darunter die großen kämpferischen europäischen Gewerkschaftsorganisationen, CGT, GGL, TUC, die beiden belgischen Gewerkschaften und viele andere Gewerkschaften. Aber nicht nur, sondern darüber hinaus ein sehr breites Spektrum von sozialen Bewegungen, das von ATTAC über Menschenrechtsgruppierungen zugegebenermaßen mit einer geringen Repräsentanz von ökologischen Bewegungen reicht. Und darüber hinaus Persönlichkeiten, Künstler, Intellektuelle, Ökonomen, Ökonominnen, auch Politiker. In Athen haben eben auch 3 Politiker, Politikerinnen gesprochen, die Sonja Ablinger aus Österreich als Sozialdemokratin, Philipp Lamberts als Vertreter der Grünen und Alexis Tsipras als stellvertretender Vorsitzender der Europäischen Linkspartei und Vorsitzender von Syriza. Zweitens, der Alterssummit hat ein Manifest produziert, das inzwischen von 180 Organisationen unterzeichnet ist. 4 Kapitel gegen die erzwungene Schuldknechtschaft, für ein ökologisches und soziales Europa gegen die Austeritätsprogramme, gleiche Rechte für alle, Nein zur Prekarisierung und zur Unsicherheit und für eine demokratische Wirtschaftsordnung und für die Unterordnung der Banken unter die Interessen der Allgemeinheit. Und das ist wichtig. Man kann sagen, dieses Manifest ist unvollkommen, da fehlt dieses und jenes, und würde irgendeine von unseren Organisationen so ein Dokument im eigenen Namen schreiben, dann würde das natürlich anders ausschauen als das, was man gemeinsam formulieren konnte. Aber die Fähigkeit, dass sie diese 180 Organisationen einem solchen Prozess unterziehen und sagen, wir wollen
in Europa für gemeinsame Ziele kämpfen und diese Ziele definieren und vorschlagen, das ist etwas, das ist nicht nichts und ich halte es für ein ganz wesentliches Element. Drittens, Walter, du hast bis jetzt sozusagen zwei zentrale Punkte gesagt, das Netzwerk, das entstanden ist und das Manifest. Magst du sagen, noch die drei noch kurz bringen? Drittens, ein Event, 2500 Leute, 1000 aus Europa und etwa 1300 bis 1400 Griechen, die bei der Veranstaltung teilgenommen haben und ein paar hundert mehr noch bei der Demonstration. Auch von außerhalb Griechenlands, also von Leuten, die nach Griechenland gereist sind, um an diesem Event teilzunehmen. Und fünftens und abschließend, das Einleiten eines Prozesses für gemeinsame Strategien in der vor uns liegenden Periode. Diese 15 Assemblies haben Ideen produziert. Ich halte von den Ideen, die dort produziert wurden, drei für besonders wichtig. Erstens die Stärkung der Solidaritätsnetzwerke. Zweitens die Idee, im Kampf gegen die Schulden ein gemeinsames Event zu produzieren, etwa eine Konferenz zur Abschaffung der Schulden, wie 1953 zur Abschaffung der deutschen Kriegsschulden durchgeführt worden ist. Und viertens, also eine große symbolische Konferenz zum Kampf gegen den Rechtsextremismus, den Nationalismus und den Neonazismus in Europa. Okay, danke schön. Auch nochmal sozusagen von meiner Seite, was ich da jetzt sozusagen gerade als wichtig herausgehört habe, einerseits im Vorhinein nicht nur diese inhaltlichen Krisenmythen aufzubrechen und zu debattieren, sondern auch ein bisschen diese gegenseitige Schuldzuweisung, die man sozusagen innerhalb der Linken hat und diese unterschiedlichen Interpretationen, wer es denn nun verbockt hat, so umgangssprachlich gesagt, da sozusagen ein bisschen drüber hinwegzukommen, was ja sozusagen ein sehr spannender Prozess und ein sehr wichtiges Ziel wäre. Und dann sozusagen die zentralen Ergebnisse, die du gesagt hast, wo auch von Alexandra schon welche kamen, nochmal die Betonung, dass der Prozess was Zentrales ist, dass das Manifest auch eine neue Qualität hat aufgrund der Breite der Organisationen, die da dabei sind, das Event, das groß war, aber auch, dass da ein neues Netzwerk entstanden ist, das ein bisschen über das hinausgeht oder vielleicht sogar sehr über das hinausgeht, was wir vorher schon hatten. Vielleicht sozusagen Katharina als nächstes, du bist ja da auch als Vertreterin von Solidarity for All, das ist ja eine konkrete Solidaritätsinitiative mit Griechenland. Du warst im Alterssummit vor allem aktiv in den Assemblies und den Vernetzungen rund um eben die Solidaritätsbewegungen. Magst du uns kurz sagen, was aus deiner Perspektive, also warum ist der Alterssummit für diese Bewegungen wichtig und was hat er geleistet oder kann er leisten für die konkrete Vernetzung und für die Solidarität mit und untereinander? Ich würde gerne mit einer Phrase anfangen, die Alexandra vorher benutzt hat, nämlich wir müssen gemeinsam dagegen Widerstand leisten. Das behalte es im Kopf vielleicht, währenddessen ich spreche. Das Zweite ist, ich meine, man darf nicht vergessen, das Alterssummit hat heuer in Athen stattgefunden. Das nächste Mal weiß ich nicht wo, aber nämlich im Zentrum des Widerstands und auch im Zentrum des Kampfes im Endeffekt. Es gibt kaum ein Land in Europa, das mehr betroffen wurde von der Austerität als Griechenland. Und ich mag persönlich nicht mehr die Phrase ökonomische Krise benutzen, ich mag das nicht mehr. Es geht in Griechenland nämlich schon anders. Wir machen eine humanitäre Krise durch. Gleichzeitig ist es auch die letzte, tut mir leid, ich bin jetzt ein bisschen überwältigt, die letzten Tage auch, habt ihr Verschiedenes über Griechenland gehört, hoffentlich auch hier in Österreich. Also währenddessen wir unten im Alterssummit waren, ist noch was passiert, und nämlich der staatliche Fernsehsender wurde auch einfach so abgedreht. Also in dem Sinne war es sehr, sehr wichtig, dort zu sein, für mich persönlich. Solidarität für alle jetzt. Ich weiß nicht, wie viel von Ihnen wissen, was Solidarity for All überhaupt macht. Solidarity for All existiert seit November. Circa ist es im Endeffekt ein Netzwerk, denn das Ziel hat, die verschiedenen Grassroots-Bewegungen in Griechenland miteinander in Verbindung zu bringen. Ja? Und
in der Organisation ein bisschen nachzuhelfen. Alle diese Strukturen, es ist wichtig auch immer wieder zu erwähnen, sind selbstverwaltend und autonom. Also Solidarity for All ist nicht etwas wie ein Dachverband oder eine Umbrella-Organisation, sondern es dient wirklich nur der Vernetzung. Und ich lasse das jetzt mal auf die Seite. Wir fangen ganz von vorne an. So, es gab im Endeffekt innerhalb des Alterssummits zwei Parallelterrains, die mit Solidarität zu tun hatten. Einerseits gab es außerhalb den Solidarity Village. Da haben circa 250 Menschen mitgemacht, also um die 50 Grassroot-Organisationen dürften sich dort präsentieren. Was sind das für Strukturen? Das sind Solidaritätskliniken, wo man sich zum Beispiel gratis behandeln lassen kann. Das sind Bewegungen, wie die Bewegung, die die Bauern jetzt gegründet haben, ohne Mittelmann. Die geben ihre Produkte gleich dem Konsument. Viomet, das ist die erste selbstverwaltende Fabrik Europas in den letzten 20 Jahren. Ziel dieses Dorfes oder vom Solidarity Village war eben diese Vernetzung, also dass die Gäste, vor allem die nicht aus Griechenland kommen und sich mit dieser Solidaritätsstruktur in Griechenland noch nicht so direkt auseinandergesetzt haben, dass sie die Chance haben, mit den Menschen, die dort arbeiten und diese Widerstandsarbeit leisten, direkt zu kommunizieren, sich zu vernetzen über Probleme und Erfahrungen zu sprechen. Das ist auch geschehen. Es gab eigentlich drei Etappen. Den ersten Tag dürfte man sich ein bisschen so freier bewegen innerhalb der Strukturen und einfach ganz gezielt in die Strukturen, die ihn interessiert haben, eben einen Besuch gewähren. Den zweiten Tag gab es dann zwei Assemblies. Ich würde euch gerne ganz kurz über diese zwei Assemblies berichten. Das sind auch die Orte, wo die eigentliche Arbeit für mich, was den Alterssummit heuer angeht, passiert ist. Es gab ganz kurz vielleicht für die Verhältnisse, ca. 45% der Teilnehmerinnen waren Nicht-Griechen, 55% waren Griechen, die eben in diesen Strukturen arbeiten. In diesen zwei Treffen würde sehr, sehr viel, hat es sehr viel Erfahrungsaustausch gegeben. Ja. Und drei Hauptprobleme der Solidaritätsstrukturen in Griechenland, aber auch anderswo in Europa, sind sehr prominent geworden, beziehungsweise verschiedene Leute aus verschiedenen Nationen haben auch die gleichen Probleme angesprochen. Und nämlich, Tatsache ist, wir reagieren nicht schnell genug. Es ist auch so mit den Austeritätsmaßnahmen in Europa zurzeit. Ich weiß nicht, ob Sie das wirklich geplant haben, mit Sie meine ich die Troika, aber jedes Problem taucht in ein anderes Land auf mit einem Abstand von circa 6 Monaten. In Spanien haben Sie zum Beispiel jetzt gerade die Zwangsräumungen, das kommt in Griechenland erst Jänner 2014. Ja? Also es gibt immer diese Zeitverschiebung und die macht es natürlich der Bewegung nicht leichter, sich zu koordinieren, weil die Probleme einfach in einer anderen Zeit einen anderen Charakter haben. Also es bedarf stärkere Vernetzung und die Information muss einfach schneller zwischen uns zirkulieren. Eine zweite Sache, die sehr intensiv besprochen würde, sie müssen es irgendwie hinkriegen, dass Solidaritätsstrukturen, die sozusagen den gleichen Ziel erfüllen, besser miteinander kommunizieren können. Sprich, eine Solidaritätsklinik in Italien soll für diese Solidaritätsstruktur möglich sein, mit der Solidaritätsstruktur in Griechenland in Verbindung zu drehen und Erfahrungen auszutauschen. Ja. Abgesehen von unserer Geschwindigkeit, die nicht wirklich die leichte ist, generell war es sehr erfreulich, das Gefühl zu kriegen, dass alle Europäer bereit sind, einander zu helfen. Ja? Und es wurde auch die Entscheidung getroffen, eine Kampagne zu starten, eine internationale Kampagne. Das war auch etwas sehr Positives im Alterssummit mit dem Namen Solidarity in Action, mit dem Ziel eben, die Strukturen miteinander zu vernetzen, auch nach Spezialisierungsgebiet oder wie man das halt sagen mag, die Koordination ein bisschen mehr nachzuhelfen und die Kommunikation
Und natürlich, wir dürfen nicht vergessen, dass wir bestimmte Strukturen auch materiell unterstützen müssen, ja? Wie die Produkte von VMA und so weiter. Wolltest du mich was fragen jetzt? Ja? Bitte. Ja, nein, nein. Genau, ich wollte dich nur bitten, so den Gedanken fertig zu machen. Generell, die Erfahrungen in Alterssummit waren sehr, sehr positiv für mich. Ich war auch abseits, also ihr wart alle drinnen in die ganzen Assemblies und ich hatte jetzt konkrete so Aufgaben sozusagen. Ich war die meiste Zeit draußen in der prallen Sonne und habe mich mit Leuten unterhalten, die widerstandsfähig sind, oder wie sagt man dazu? Ich habe mir ein sehr positives Gefühl in Assembly gelassen und ich glaube, dass daraus wirklich eine Fortsetzung geben wird. Vielleicht sogar, also das Gespräch gibt es auch noch, ein Treffen wiederum für Solidaritätsstrukturen. Nur für die Solidaritätsstrukturen. Danke, Katharina. Auch finde ich sehr spannend, nochmal sozusagen diese Perspektive der konkreten Projekte. Was für mich da jetzt so zentral war, war, dass die Projekte so sichtbar waren. Das habe ich selber auch so erlebt. An den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen ging das auch so. Rund um den Alterssummit, das war eine Halle und wenn man da rausging, rundherum war alles voll mit diesen Initiativen. Also ein wichtiges und starkes Bild auch, denke ich. Und dann, was ich ganz zentral finde, was du genannt hast, dass die gemeinsamen Probleme deutlich geworden sind. Also die sind ja sehr, sehr ähnlich, die Widerstände und auch die inneren Probleme, mit denen die Initiative zu kämpfen haben, die Initiativen, und wo man auch voneinander lernen kann. Und auch, dass wir in den verschiedenen Ländern sehr ähnliche Dinge sehen, ähnliche Dinge erleben, aber oft nicht schnell genug dann eben voneinander lernen. Ja, also sozusagen nicht schnell genug da miteinander in Kontakt sind und einander informieren. Genau, und ich habe auch sozusagen dieses Solidaritäts-Assembly und Village und auch sozusagen dich darin als sehr, sehr involviert und sehr aktiv erlebt. Also ich denke, das war auf jeden Fall ein ganz, ein wichtiger Ort, auch im Alterssummit. Kann ich ganz kurz was sagen? Damit ich jetzt meine Gedanken ein bisschen abrunden, ich habe sicher das mit ELT mitgekriegt, mit dem Nationalfernsehen jetzt in Griechenland. Innerhalb von einem Tag gab es Solidaritätserklärungen sogar aus Taiwan, ja. Arte hat die Nachrichten auf Griechisch vorgelesen, BBC, der Head of BBC hat gleich eine Presseaussendung gemacht. Die Solidarität dort mit den Arbeiterinnen von ELT hat sehr, sehr schnell funktioniert, aber nicht, weil es vorher kein Bedarf dafür gab oder weil die Europäer nicht bereit waren, sondern es war der Fernseher. Also das konnte man nicht übersehen. Es war überall in den Nachrichten. Das gilt nicht für alles in Griechenland. Nicht für alles, was jetzt passiert. Und das macht für mich noch einmal deutlich, dass die Geschwindigkeit ein bisschen hochgetrieben werden soll. Ja. Danke. Ich würde jetzt kurz ins Publikum gehen und euch auffordern, konkrete Fragen an das Podium zu richten. Die Bitte wäre wirklich, bei konkreten Fragen zum Alterssummit zu bleiben und wir machen dann auf in der zweiten Runde, um sozusagen die Herausforderungen, die uns bevorstehen und was ich vorher schon angekündigt habe, auch vielleicht die Konfliktlinien und Probleme innerhalb der Widerstandsbewegungen zu reden. Die Bitte wäre auch, die Wortmeldungen kurz zu halten. 1,5 Minuten. Haben wir ein Saalmikro? Nein, wir haben ein langes Kabel. Zweimal, glaube ich, oder? Einmal? Da haben wir ein langes Kabel. Ich gebe das mal der Lena. So, fliegender Wechsel. Wer würde denn gern eine Frage stellen? Gibt es Fragen? Das wäre super, wenn ihr vielleicht einfach, also ich glaube, komme ich nicht den ganzen Saal, aber ich kann in eure Nähe kommen zumindest. Ja. Logistik fertig. Gibt es Fragen zum Alterssummit, zu dem, was bisher diskutiert wurde? Ja? Mike? Mich freut es, dass so viele Leute da von verschiedenen Bereichen jetzt dazu sprechen. Mich würde jetzt konkret interessieren, wenn sie sagt, sie hat draußen vor dem Alterssummit die ganzen Initiativen vernetzt. Es ist auch so, dass auch die rechten Seiten sich auch vernetzen. Ich habe gehört, in Griechenland gibt es irrsinnig viele rechtsextreme Gruppierungen, die jetzt einerseits gegen Ausländer Stress machen, Leute verdreschen, die Polizei zum Teil wegschaut, mitmacht. Und die sind auch dabei, Strukturen aufzubauen und wieder viel Potenzial und viele Leute für sich zu organisieren, weil die eben auch gratis Essen ausgeben an die echten Griechen oder so. Und die meint, das gehört auch dazu, zu dem ganzen Spiel. Und auch die Rechte wird da praktisch wieder gestärkt. Was hat es denn da für Antworten gefunden in Griechenland, wie man das machen kann? Steht sie noch daneben und sagt, wir sind die anderen, wir haben das bessere Essen, oder wie geht das? Danke. Dankeschön. Gibt es noch weitere konkrete Fragen? Ja, Dominik? 1, 2, 3. Ja.
Vernetzungen von sozialen Bewegungen hat es eigentlich schon öfter gegeben. Und das Entscheidende scheint hier zu sein, dass sich die wirklich aufgerafft haben zu einer Erklärung. Zum Beispiel beim Sozialforum oder Weltsozialforum ist das ja ausgesprochen nicht dabei, dass gemeinsame Erklärungen oder Beschlüsse gefasst werden. Und das wird ja dort auch immer dann jedenfalls von einigen Teilnehmern als Manko empfunden. Also wahrscheinlich ist es schon sehr wichtig, dass einmal etwas beschlossen wird, denn das ist ja die Grundlage für eine Aktion, die dann was bewirken soll. Danke. Eins, zwei, gibt's ja. Ja, zuerst einmal ein Dankeschön, großes Dankeschön an euch alle. Also ich bin selber auch Griechin und ich weiß es irrsinnig zu schätzen, was an Solidaritätsarbeit hier gemacht wird, gerade hier, weil es scheint sehr vieles sehr lahm zu gehen, gerade in Wien und Österreich. Und ich weiß, jede Demo und so, da steckt viel Arbeit dahinter. Und ich finde es super, dass das gemacht wurde. Ich habe gehört, es gab sehr viele Ausländer und eher weniger Griechen, was ich absolut nachvollziehen kann, weil der Widerstand ist da, aber es ist auch eine große Ermüdung eingetreten, habe ich mitgekriegt. Vielleicht ein kurzes Statement, wie steht ihr dazu? Glaubt ihr, wird das wieder angepackt oder wie habt ihr das wahrgenommen? Und kurze Aussage von Walter, wie ist das jetzt vom Alterssummit oder von diesen Organisationen, die hier vertreten sind, zu verstehen, wie steht man zur EU? Weil das ist natürlich gerade in Griechenland ein großes Thema. Also so wie ich das mitgekriegt habe bei den letzten Wahlen, war das eigentlich der Grund, wieso dann doch die Griechen nicht wirklich mehrheitlich für Syriza gewählt haben, sondern dann Angst gekriegt haben. Wir steigen aus, wir müssen aussteigen aus der EU und aus dem Euro und so weiter. Also wie stehen diese Organisationen zu diesem Thema? Danke. Dankeschön. Wenn du magst, stell sie noch und bei nachher machen wir das sozusagen dann auf, dann kommt es dann voran. Okay, da ist noch eine und dann würde ich damit dann aber auch schließen. Für jetzt natürlich nur. Ich habe noch eine Frage. Nachdem man in Österreich über Alterssummit überhaupt nichts gehört hat, gab es irgendwelche Wahrnehmungen von offizieller Seite in den Medien? Sei es in Österreich oder im Ausland? Würde mich interessieren. Dankeschön. Gut, dann würde ich mal eine kurze Runde machen, wo wir reagieren, damit wir dann nachher genug Zeit haben für den zweiten Teil. Würde ich euch wirklich bitten, sozusagen kurz zu bleiben, vielleicht einfach sozusagen kurze Position abzugeben, eine Minute pro Frage, vielleicht pro Thema. Es kamen viel konkrete Fragen zu Griechenland. Magst du vielleicht gleich anfangen mit den, sozusagen, dem Aufschwung der Rechten noch in der Solidaritätsarbeit und vielleicht auch dem Status der Widerstandsbewegung? Also es gibt einen konkreten Unterschied. Wo ist der? Ah, da. Zwischen die Solidaritätsarbeit unter Einführungszeichen nur für Griechen, die goldene Morgenröte leistet, und das, was die Strukturen von Solidarity Forward machen. Das, was goldene Morgenröte macht, ist Essen verteilen, das sie selber kaufen aus Parteigelder. Und das verteilen sie, wenn du ihnen einen Ahnenpass quasi zeigst, somit auch deinen Pass oder deinen Personalausweis. Ja. Solidarity for All wiederum und alle Strukturen, die da teilnehmen, sind keine Philanthropie-Strukturen. Das ist im Endeffekt auch eine politische Arbeit, die dadurch geleistet wird, weil die liefern den Leuten Alternativen zu diesem System erstmals und Alternativen zu ihr Leben. Beziehungsweise die wirklich aus die Solidaritätsstrukturen profitieren, wie sagt man dazu, die arbeiten auch dabei. Also du gehst zu einer Solidaritätsklinik, vielleicht machst du nicht gerade das Sekretariat für diese Klinik, aber bei einem Soli-Laden in deiner Nachbarschaft, du wirst zweimal die Schicht machen müssen und du wirst beim Produkten abholen vom Bauern helfen. Also ich sehe schon da einen Riesenunterschied. Wieso das eine so gut geklappt hat, es gibt mehrere Antworten, die ich dir persönlich geben könnte. Es ist immer leichter, wenn dir jemand den Sackerl mit Essen vor der Tür steht. Und das ist nicht das Einzige, was die Goldene Morgenröte macht. Ja? Die reinigen die Straßen von den bösen Ausländern und so weiter und so weiter. Es ist leider Gottes so in Griechenland. Und ich finde, da gehört auch mehr europäische Solidarität dazu, weil man diskutiert zu wenig drüber.
Also wir haben gerade in Griechenland die Nationalsozialisten im Parlament und man redet zu wenig drüber, meiner Meinung nach. Das zweite, die zweite Frage, soll ich alle fragen oder auf einmal? Ich glaube, das passt auch ganz gut dazu, die Frage von der Dominique. Wie schaut es aus mit den Bewegungen? Wieso sieht man nicht so viele Leute auf der Straße? Es ist Tatsache, dass die Menschen ermüdet sind. Und die sind nicht nur müde, sondern die haben auch Angst. Es war viermal in Griechenland, heuer allein, wenn eine bestimmte Berufsbranche streiken wollte, einberufen wurde von der Regierung. Also du hattest tatsächlich einen Polizist oder einen Soldat vor deiner Tür stehen, gehabt, den nächsten Tag in der Früh und hat gemeint, okay, entweder gehst du zur Arbeit oder du wirst gefeuert oder sogar ins Gefängnis gesteckt. Das haben sie mit den Lehrern gemacht, das haben sie mit den Metroarbeitern gemacht, das haben sie mit den Metallern gemacht, das haben sie mit den Leuten, die in die Schiefe arbeiten gemacht. Das heißt, der strikt, weiß, dass er auch politische Konsequenzen dazu ziehen muss und finanzielle Konsequenzen. Das ist einmal die eine Sache. Zweitens, ich finde, also wenn man sich wirklich das anschaut, wie schnell diese Solidaritätsstrukturen entstehen und was für eine Form sie jetzt haben. Fast in jeder Nachbarschaft in Athen gibt es eine Soli-Klinik mittlerweile. Manche sind größer und besser organisiert, manche sind kleiner, aber die gibt's. Und ich würde sogar behaupten, dass der Widerstand sich von der Straße jetzt in die Nachbarschaften zurückgezogen hat. Natürlich, die Tatsache, dass bei den Demonstrationen nicht so viele Leute teilnehmen mehr, das schwächt die Bewegung in dem Sinne, dass der Adonis Georgiadis von der NDE jetzt behaupten kann, wieso schreit sie dieser da herum, dass wir keine 8-Stunden-Tag mehr haben in Griechenland. Hätten die Leute ein Problem damit gehabt, die wären vor dem Parlament gewesen. Ja? Also das ist immer so. Und was die Nachrichten angeht, leider waren wir nur in linken Medien zu sehen in Griechenland, das alte Summit. Das ist. Danke. Walter, vielleicht magst du dir auch ein, zwei Fragen heraussuchen. Ich denke, du warst auch im antifaschistischen Assembly. Vielleicht kannst du zu der Perspektive auch noch kurz was sagen. Ja, ich wollte zu zwei Fragen was sagen. Erstens zu Dominiks Frage, wie das mit der EU ist. Also ich habe versucht, das zu beschreiben mit diesem doppelten Rauchschirm, Rauchspiegel. Wendest du dir an deine Regierung, dann sagt er deine Regierung, die EU ist schuld. Wendest du dich an die EU, sagt er, die EU, die Regierungen sind schuld. Woraus meiner Meinung nach zu schließen ist, dass es offensichtlich nicht um das Verhältnis von Staaten und EU und Staaten und Europa geht, sondern es geht darum, dass in dieser Austeritätspolitik, die nicht nur Griechenland und den europäischen Süden betrifft, sondern die verallgemeinert werden soll über Europa, es um ein klar definiertes Ziel der Eliten geht, den Lebensstandard der Menschen unter das Niveau zu senken, das in den Kämpfen der 40er, 50er, 60er und 70er Jahre durchgesetzt worden ist. Es geht um eine unendliche soziale Regression. Es geht darum, dass der Sozialstaat auf ein Minimum reduziert werden soll, dass die Löhne auf ein Minimum reduziert werden soll, dass die Freiheit der Gewerkschaften, Kollektivverträge zu verhandeln, abgeschafft und eingeschränkt werden soll, dass die Kinder aus ärmeren Verhältnissen von den Hochschulen verdrängt werden sollen. Das ist ein umfassendes klassenpolitisches Projekt. Und mit dem konfrontiert greift jeder Versuch zu sagen, es sei die EU, es ist Europa zu kurz. Es ist Europa und es sind die Nationalstaaten, in denen der Neoliberalismus dieses Projekt durchzieht. Und der Alter Summit versuchte zu formulieren, dass die Strategie auf allen Ebenen, auf beiden politischen Ebenen ansetzen muss. Und das ist erstens im Hinblick auf die Wirksamkeit wichtig, aber es ist zweitens auch aus einer Perspektive der Auseinandersetzung mit der Rechten wichtig. Also es gibt diese extreme Nazi-Rechte, der man mit allen Methoden entgegentreten muss. Aber es gibt auch das Gift des Nationalismus, das in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und Nationalismus ist nicht die plumpe These, dass die einen besser als die anderen sind. Nationalismus ist die Methode, soziale und politische Konflikte in ethnische umzuinterpretieren. Zum Beispiel den Konflikt im Gysi-Park,
umzuinterpretieren in einen Konflikt des kultivierten, zivilisierten Europas und der unkultivierten asiatischen Türkei. Aber es geht um denselben Kampf eigentlich im Gezi Park, nämlich um die, die unten für Demokratie und reale Demokratie kämpfen und die Eliten, die oben diese Demokratie abschaffen wollen. Und wie weit dieser Nationalismus eingedrungen ist, kann man ja daran ermessen, dass nicht der Herr Haider, der ist ja bei den Ahnen, und auch nicht der Herr Strache, sondern ausgerechnet ein Politiker einer Partei, von der man es nicht vermutet hätte, auf die krude Idee kommt, den missgeleiteten Leuten, die für den Erdogan demonstrieren, zu sagen, geht's doch rüber, abtransportieren. Und an dieser Figur, nämlich den sozialen und politischen Konflikt zu einem Konflikt zwischen den Leuten zu machen, die an irgendwas glauben oder sie einer Nation zugehören und den anderen, kann man sehen, also wie katastrophal der Nationalismus wirkt. Und das ist meiner Meinung nach heute die breiteste Schneise, die für die extreme Rechte moralisch und psychologisch und politisch geschlagen ist. Und darum würde ich, was die Rechte betrifft, neben dem, was Katharina gesagt hat, zwei Sachen für notwendig halten. Erstens, wir brauchen eine antinationalistische Linke. Und zweitens, wir brauchen eine Linke, die den realen Bedürfnissen und Ängsten der Menschen vor sozialer Unsicherheit und vor Not eine politische Perspektive zu verleihen vermag. Wenn uns das nicht gelingt, glaube ich, wird Europa nach rechts gehen. Dankeschön. Alexandra, magst du dir auch noch zu einer von den Fragen vielleicht? Ich möchte es nur noch einmal als erstes verstärken, was der Walter gesagt hat. Und ich glaube, das ist schon auch eine Stärke des Dokuments, des Manifests, das wir fähig waren zu erarbeiten, eben nicht in diese Falle zu tappen. Weil ich glaube, das ist eine der großen Fallen, dass man eben sagt, das Problem ist die EU oder das Problem ist der Euro. Also gibt es ja auch zunehmend diese Debatten und da muss man dann immer aufpassen, weil eben dadurch eigentlich man die Diskussion wegführt von eigentlich den Kernursachen und Kernelementen, warum wir in dieser Situation sind. Und das ist eben das kapitalistische Wirtschaftsmodell als solches, das ist die Verteilungsfrage, weil wenn zum Beispiel ein Land aus dem Euro austritt, dann ist noch nichts gelöst mit den Schulden, dann ist noch nichts gelöst in dem Land, was die Verteilung betrifft, auch wenn man aus der EU austreten würde. Ja. Und insofern, glaube ich, ist es ganz wichtig, die zentralen sind, ins Zentrum zu rücken. Und ich glaube, die große Herausforderung von uns allen, die in diesem Prozess sind und auch die, die noch nicht drinnen sind, aber auch aktiv sind, ist, dass wir ein unglaubliches Projekt ein unglaubliches Bildungsprojekt vor uns haben. Ja? Ein Projekt, dass wir möglichst mit vielen Menschen über das Reden, Bewusstseinsbildung schaffen, weil eben, und da bin ich bei der medialen Wahrnehmung, und ich glaube, da ist die Herausforderung auch zu schauen, wie können wir stärker unsere eigenen Kanäle nutzen, eigene Medien nutzen, weil eben auch die Medien, wenn wir nur in den linken Medien in erster Linie vorkommen, zum Teil natürlich auch was damit zu tun haben, dass natürlich die Mainstream-Medien auch kein Interesse haben, darüber zu berichten. Und wir wissen ja, nicht nur jetzt, was den Alter-Summit betrifft, sondern generell auch, also wenn wir uns anschauen, die Kampagne, die wir als Attac machen zum Thema Europa neu begründen oder auch jetzt mit dieser neuen Plattform Europa geht anders, wie schwierig es ist, mit einem EU-kritischen Diskurs, wo man die Politik kritisiert, die da gemacht wird und eine Alternative sehr wohl auch anbietet, da in die Medien zu kommen. Das ist unglaublich schwierig. Also dafür ist kaum ein Platz und ich glaube, daher ist auch die große Herausforderung zu schauen, wie können wir unsere eigenen Kanäle nützen, eben durch Veranstaltungen, durch die eigenen Medien, die man hat. Es war ja auch Attac-TV und andere Alternativ-TV-Stationen dort. Und wie kann man einfach sozusagen hier die eigenen Medien nutzen? Das ist das eine. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist zu dir, Ilse, ja, das ist anders. Und natürlich braucht es, wenn man ein gemeinsames Projekt haben will, wenn man für was Gemeinsames kämpfen will, auch eine gemeinsame Vision. Ich glaube, der Unterschied ist, der Sozialforenprozess ganz klar ein Prozess war, der das auch ausgeschlossen hat. Es war einfach ein Raum,
wo sich viele soziale Bewegungen getroffen haben, selbst organisiert, sich zusammengetan haben, sich ausgetauscht haben und da sehr wohl auch Dinge entwickelt worden sind. Aber der Unterschied ist in diesem Fall, dass es auch ganz klar ein organisierter Prozess ist, wo Organisationen dabei sind, wo man sich auch verpflichtet und unterschreibt eine Grundlage, wo man sagt, das also ist der Alterssummit-Prozess, das wollen wir, das sind sozusagen unsere Prinzipien und wo auch klar benannt ist, dass man eben sich gemeinsam auf politische Visionen und Forderungen, die jetzt mal in diesem Manifest formuliert worden sind, einigt und dafür dann auch kämpft. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Also es war immer klar, dass der Sozialforen-Prozess kein sozialer Akteur ist, sondern eben ein Forum und ein Prozess. Und das ist, finde ich, sozusagen der Unterschied, dass, nur, dass das klar ist. Danke. Ja. Dankeschön. Der Sozialformprozess war eine ganz wichtige Vorbereitung, ja, aber nur zu verstehen, warum es einfach nie so ein Dokument aus einem Sozialformprozess gegeben hat, weil es auch nie, weil der Prozess so angelegt war und weil es auch klar war, dass es niemanden gibt, der dafür spricht, sondern es war ein Raum, der gemeinsam organisiert worden ist. Dankeschön. Da sind jetzt ganz viele Aspekte drin, wo wir natürlich jetzt auch noch ewig darüber weiter diskutieren könnten. Ich möchte das jetzt trotzdem mal sozusagen dabei belassen und in den zweiten Teil übergehen. Wir haben ja jetzt mittlerweile seit mehr als 5 Jahren auch Krisenproteste in Europa, zum Teil massive Krisenproteste, Widerstandsbewegungen, wie wir sie schon seit eigentlich Jahren, Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Und wir sehen, wir kommen aber kaum vom Fleck. Ja, das hat ganz viele äußere Gründe, über die wir immer diskutieren, über sozusagen die übermächtigen Gegner, die wir haben, über die Unterlegenheit in organisatorischen, finanziellen, machtpolitischen Sinn. Aber wir sehen auch, dass wir Probleme intern haben in der oder den linken Widerstandsbewegungen, in der Art, wie wir miteinander arbeiten, wie die Bewegungen funktionieren, dass es da Probleme und Konfliktfelder gibt, aber auch sozusagen positiv formuliert Herausforderungen, für denen wir stehen, die wir jetzt vielleicht viel konkreter sehen können nach diesen paar Jahren. Und ich würde gerne jetzt in einer zweiten Runde mehr auf das Augenmerk richten, um zu schauen, sozusagen, wo hapert es noch, wo müssen wir uns echt sozusagen konkreter drum bemühen. Wir werden jetzt das Format ändern. Die Bitte wäre, dass wir jetzt sozusagen uns auf Statements beschränken, die sehr kurz sind, 1, 1,5 Minuten. Ich möchte gerne versuchen, dass da wirklich auch eine Debatte entsteht. Wir werden jetzt einen Stuhl dazu nehmen. Vielleicht kannst du das machen. Und ich würde zuerst schon mal kurz, entschuldigt, dem Podium Gelegenheit geben, was dazu zu sagen. Aber dann seid ihr als Publikum auch jederzeit eingeladen, nach vorzukommen, diesen fünften Stuhl genau einzunehmen und auch kurz eine Wortmeldung zu machen. Sollen wir mehr rutschen oder geht's? Okay. Gut, wir rutschen dann noch ein Stückchen. Die Regeln für die Wortmeldungen sind sozusagen vorne und vom Publikum aus die gleichen. Bitte beschränkt sie auf eine, dann werde ich so ein Klopfer machen, maximal 1,5 Minuten. Versucht auch wirklich aufeinander einzugehen, dass wir nicht so diesen Prozess haben, den wir so oft haben, dass immer nur verschiedene Meinungen nebeneinander stehen. Die Frage, die ich aufgeworfen habe, was sind so die Herausforderungen, die Konfliktlinien, die wir sehen, die ihr seht im Moment in diesem gemeinsamen Kampf, den wir haben? Sollen wir nochmal die Runde machen? Magst du was sagen, Alexandra, oder sollen wir eine andere? Ja, können wir anfangen. Ja. Also ich will es jetzt schon noch einmal an den Alterssummit-Prozess anbinden, weil sonst wird es zu alles und nichts sein. Ich glaube schon, dass eine der Herausforderungen wäre, wenn man sich anschaut, was das erklärte Ziel ist, nämlich die Machtverhältnisse zu verändern, auch wirklich hier etwas zu bewegen. Die Frage ist, was wäre so das eine, also die ein oder zwei Dinge, wo man sich strategisch darauf einigen kann, wo man sagt, das ist etwas, wo wir wissen, dass das den Eliten wehtun würde, wenn wir hier wirklich gemeinsam daran kämpfen würden. Ich glaube, das haben wir in diesem Alterssummit im Prozess in Athen noch nicht geschafft. Das ist auch nicht so einfach, weil natürlich die Krise in den unterschiedlichen Ländern unterschiedlich erlebt wird und dementsprechend auch die Bewegungen in unterschiedlichen Phasen sind. Aber ich glaube, das wäre schon sozusagen diese Frage, was ist dieses eine Projekt? Und ich glaube, das muss mehr sein als vielleicht eine Konferenz. Ja, also das ist schon die große Herausforderung.
Vielleicht ist eines dieser Dinge dieser Kampf gegen die Troika, ja, weil das etwas ist, was in den Ländern in Spanien, Portugal, Griechenland schon eine Realität ist. Und das, was aber eben über den Wettbewerbspakt jetzt auch das Projekt ist für die restlichen Länder, also sozusagen gegen die Troika für alle, also als einen Angelpunkt. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, wie dorthin kommen und auch die Strategien, wie man das auch wirklich Realität werden lässt. Danke. Also du sagst sozusagen, es fehlt ein konkretes Projekt, auf das wir uns auch einigen. Ja? Also im Sinne von, um das wirksam zu machen. Ja? Also im Sinne, ja, im Sinne, um das spürbar zu machen, weil sonst, das ist ja genau die Frage. Also kämpfen tun wir ja alle schon in unterschiedlicher Form. Die Frage ist, wo gibt es diesen Angelpunkt? Genau. Danke. Vielleicht weiter, magst du? Also erstens glaube ich, dass du recht hast. Zweitens, mein Zugang wäre dieser und jetzt sehr plakativ und provokant gesprochen. Ich glaube, wir müssen darauf hinarbeiten, dass Syriza die nächsten Wahlen in Griechenland gewinnt. Das würde meiner Meinung nach eine Tür öffnen, dass in ähnlichen Konstellationen in Portugal und in Spanien ebenfalls Regierungen gewählt werden, die sich zum Programm machen, diesen Direktiven der Europäischen Union ungehorsam gegenüberzustellen. Ich glaube, das wäre der Moment, wo die sozialen Bewegungen alles in ihrer Macht Stehende unternehmen müssten, um die Isolierung und die Unterdrückung einer solchen Bewegung und politischen Änderung in diesen Ländern zu verhindern. Und ich glaube, dass dadurch erst, nämlich über die Niederlage der Austeritätspolitik und der Troika, die Tür aufgestoßen werden kann zu einer demokratischen und sozialen Entwicklung in Europa. Danke. Also da auch sozusagen der Fokus auf eine Partei und Syriza, die griechische Linkspartei, ist auch sozusagen möglicher Türöffner. Katharina, wo siehst du einen zentralen Punkt? Heute haben die New York Times das Gleiche geschrieben. Ich habe es auch nicht geschrieben. Die New York Times ist... Ja. Ich sehe es ein bisschen anders. Also anders. Eigentlich, ich stimme euch eh zu. Ich sehe es ein Mir fällen die ersten konkreten Schritte. Also ich habe selber so viel Agonie und die gesamte Gruppe, die ich hier repräsentieren sollte. Und ich wünsche mir wirklich, wirklich konkrete Dinge. Zum Beispiel, ich wünsche mir, dass ich in 2 Wochen, wenn ich gegenüber einer Österreicherin stehe und ich erzähle, dass der 8-Stunden-Tag in Griechenland nicht mehr gilt, dass ich nicht ausgelacht werde, sondern dass sie mir das auch glaubt. Dass der 5-Tage-Woche nicht mehr in Griechenland gibt, ich wünsche es mir, dass die Leute mir das auch glauben, weil die glauben mir das nicht. Und es ist aber eine Tatsache. Ja? Ich wünsche mir auch, dass wenn der NND-Abgeordnete zu ELT aussagt, dass wir die ELT schließen müssten, weil sie sonst streiken würde, dass eine Reaktion von den Unions, also von den Gewerkschaften in Europa dazu kommt. Das darf noch... Also, versteht ihr, was ich meine? Ich wünsche mir eine wirklich konkrete Reaktion auf alles und ich glaube, dass so auch vielleicht dein Ziel auch erreicht werden könnten danach. Aber man muss das ein bisschen mehr. Danke. Ich gebe gleich dir das Wort. Ich möchte gerne das mit Syriza nochmal vielleicht zurückspielen an Alexandra, wenn ich darf, weil sozusagen doch wir auch verschiedene Perspektiven repräsentiert haben, mehr die Perspektive von Organisationen, NGOs, Bewegungen und dann auch sozusagen parteinahe Strategien und du, die irgendwie sozusagen auch beides repräsentierst. Alexandra, wie siehst du das, dass sozusagen eine Partei auch ein Türöffner sein kann für die Bewegungen? Siehst du das auch so? Ich glaube, das kann schon sein. Ja, also Ich denke auch zum Beispiel, also ich würde mir wünschen, dass wir auch eine differenziertere Diskussion haben über zum Beispiel die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, weil ich glaube schon, dass die auch gewissermaßen ein Türöffner sein können. Ich glaube, die Schwierigkeit, also kann man viel Kritisches auch sagen, aber ich denke, sie haben in einem ersten Schritt mal ganz ordentlich die Machtverhältnisse in Italien durcheinander gebracht. Und da sind auch viele Menschen dabei und Bewegungen, die hier assoziiert sind. Hätte es sie schon länger gegeben, dann hätten sie vielleicht das Potenzial,
auch besser nutzen können. Aber ich glaube, das ist schon eine Herausforderung. Ich denke mir, das, was der Walter sagt, wäre für mich etwas, was Teil einer Strategie sein könnte. Wenn man sich überlegt, wir wollen das Projekt Troika für alle verhindern, dann könnte das ein Teil einer Strategie sein, ja, zu sagen, da könnte etwas in Bewegung kommen. Ja. Und das wäre aber dann nicht das Einzige, aber eben auch, und ich würde schon sagen, das haben wir auch innerhalb von ATTAC diskutiert, damals schon, wie die letzten Griechenlandwahlen waren und auch jetzt bei den Italienwahlen haben wir ein bisschen dazu was gemacht, weil eben Syriza so dämonisiert worden ist, ja, in den österreichischen und sonstigen außerhalb Griechenlands Medien und innerhalb wahrscheinlich auch. Und in Italien war es ja das Gleiche. Ja. Also innerhalb Italiens ist ja die Fünf-Sterne-Bewegung dämonisiert worden und außerhalb auch. Und da sehe ich schon als eine Aufgabe auch sozusagen hier Gegeninformation zu leisten und sicherzustellen, dass hier Dinge zurechtgerückt werden. Und das wäre für mich ein Element einer Strategie. Und das fände ich spannend, sich das anzuschauen. Was sind verschiedene Elemente, um da wirklich etwas in Bewegung zu bringen? Okay, danke. Also auch sozusagen, wie kann man das zusammendenken, Partei und Bewegung, was ja nicht ganz so einfach ist. Ich gebe sozusagen mal dir das Wort. Wo siehst du die zentralen Punkte, wo wir dran arbeiten müssen in unseren Bewegungen? Also für mich ist zunächst einmal die Vorfrage, inwieweit dieser Alterssummit oder man könnte auch sagen, das Europäische Sozialforum, der Ambition gerecht wird, dass so eine Art europäische Einheit innerhalb von einer Vielheit zu schaffen und inwieweit der Alter Summit im Vergleich zum Europäischen Sozialforum das einen Schritt weitergebracht hat durch die Ausformulierung von konkreter gesamteuropäischer Strategien. Ich glaube, die Frage kann man nur dann beantworten, wenn man ein bisschen ins Bewusstsein hineinschaut, derjenigen, die diese Bewegungen eigentlich vom Zaun gebrochen haben. Ob das jetzt Plaza del Sol in Spanien ist oder ob das die portugiesischen oder italienischen Massendemonstrationen so gewesen sind. Und da bedrückt mich ein bisschen der Umstand in dem Zusammenhang, dass halt beim Alterssummit anscheinend die Griechen selbst, also die griechische Bewegung selbst, als Bewegung, als Massenbewegung nicht präsent geworden sind. Das muss uns irgendwie zu denken geben. Da fahren wir alle nach Athen. Und ich glaube nicht, dass das wegen der Angst ist oder sonst, oder weil die Leute müde sind. Es ist ja ein paar Tage nachher, jetzt erst vor kurzem, wieder ein Generalstreik und da haben die Leute massiv teilgenommen. Warum nicht hier? Mhm. Und da stellt sich die Frage, gelingt es über die Reflexion, auch wenn sie noch so gut ist, die strategische ausgeklügelte Formulierung eines Programms, wie es der Alterssammel sagt, den Schulterschluss mit den Bewegungen da. Oder darf ich bitten zum Schluss nur das Oder darf ich noch sagen. Oder ist es vielleicht nicht vielmehr so, dass diese Bewegungen überhaupt nicht in gesamteuropäischen Kategorien denken oder im Unterbewusstsein handeln auf diese Art und Weise, dass Europa gesamteuropäische Bewegung kein Alliierter ist, sondern dass dann, wenn es um Kampf geht, es um Kampf gegen die eigene Regierung, gegen Brüssel geht, aber immer nur bezogen auf die lokale, regionale und nationale. Entschuldigung, ich darf dich bitten, zum Schluss zu kommen. Ich darf doch auch etwas sagen. Wir haben eineinhalb Minuten schon überschritten. Bitte zum Schluss zu kommen. Dankeschön. Ich bin auch nicht gern die Böse, aber ich möchte gern so viel wie möglich die Möglichkeit geben, was zu sagen. Deswegen bitte auch auf sozusagen meine Zeichen zu achten. Ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Was heißt das, dass in solchen Prozessen wie dem Alterssummit wieder nur bestimmte Akteure, Akteurinnen vertreten sind und bestimmte auch nicht?
Woran hapert es da? Was ist da das Problem? Vielleicht sozusagen du noch und dann machen wir nochmal sozusagen da eine Runde im Podium. Der Walter hat gesagt, es geht um die Dinge, die jetzt über die einzelnen Staaten hinaus in der ganzen Europäischen Union greifen. Der Alexandra hat gesagt, es geht um das Thema der Machtverhältnisse. Es ist ja so, dass in den europäischen Verträgen, in den Rechtsverhältnissen, Dinge festgeschrieben sind, von denen Alexander Fies hat gesagt, solange diese Primärrechtsbedingungen so sind, kann ein demokratisches und soziales Europa nicht sozusagen realisiert werden. Das heißt, dass speziell sind die in diesem Paragraph 26, in dem Binnenmarktparagraph festgeschrieben, dadurch, dass aus dem europäischen Grundwertekanon von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ist Gleichheit und Brüderlichkeit gekillt worden und damit Geschwisterlichkeit. Ja, so. Das ist sozusagen gestrichen worden und damit ist man aus Freiheit sowas geworden wie Rücksichtslosigkeit und diese Rücksichtslosigkeit ist dann letztlich in den Verträgen, in diesem Binnenmarktartikel festgeschrieben worden. Die Idee ist, herzugehen und zu sagen, ändern wir doch die Rechtsverhältnisse, dadurch sind wir legitimiert als die Souveräne der europäischen Völker und ersetzen wir dieses Thema der Rücksichtslosigkeit dadurch, dass es geht um die Partnerschaftlichkeit zwischen den Menschen hier, ja, zwischen den einzelnen Menschen und dass wir das zum zentralen Element der europäischen Verträge machen, im Sinne einer gemeinsamen Allianz, die sich dafür stark macht. Durchaus auch, denke ich mal, von der Politik bis hinein zu den sozialen Bewegungen. Dankeschön. Wir haben jetzt ein paar zentrale Punkte gehabt. Ich werfe vielleicht noch einmal die Frage auf an euch. Warum sind manche Bewegungen, manche Gruppen, manche Arten von Organisationen da nicht dabei? Woran liegt das und wo kann man da noch was tun? Ich weiß nicht, wer? Ich kann nochmal. Also es war auch nicht so, dass keine Griechen im Alterssummit waren, nur damit wir uns nicht falsch verstehen. Es waren 1500 Leute, ich würde sagen, ein Drittel davon waren Griechen. Das ist einmal, das, nur damit wir... So wie Sie das gesagt haben, das klang für mich, als ob keiner dabei war. Die Hunderttausende, die demonstriert haben, sind nicht im Alterssummit gewesen. Die 20.000, 30.000, die bei ELS dann den ersten Tag dabei waren, weil ich war auch dort, die waren auch nicht alle beim Alterssummit. Und nicht nur, weil sie Angst gekriegt haben. Und Sie haben da auch recht, die europäische Solidarität, die gezeigt wird in Griechenland in Fällen wie in ELT, fällt die letzten 3 Jahre und die Leute sind auch sehr enttäuscht. Und man sieht zum Beispiel, obwohl letzten Sommer bei den Wahlen, wo Syriza zum Beispiel zur Wahl gestanden ist, die Tatsache, dass Tsipras damals gesagt hat, die Währung ist kein Tabu, hat in Griechenland eine Terrorwelle zum Aufbrechen gebracht. Ja, also sehr viele, wie die Dominique vorher gesagt hat, haben Angst gekriegt, haben sich gedacht, oh Gott, was passiert, wenn wir die Währung verlieren. Jetzt, wo die Situation sich zuspitzt, merkt man auch eine antieuropäische Einstellung der Griechen. Also das kippt jetzt gerade. Man hat einerseits die sich bei der goldenen Morgenröte zurechtfinden, bei den Nationalisten, also wir allein schaffen das. Und man hat auch den Durchschnittsbürger oder Bürgerin, ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, dass ich denke, okay, die Europäer, die interessieren sich gar nicht, was hier passiert. Und die können sich auch nichts unter ein alternatives Summit der europäischen Bewegungen vorstellen, weil die fühlen sich alleingelassen und das über Jahre. Das ist, also ich sehe es mindestens so. Ja. Ja. Dankeschön. Alexandra, du wolltest? Ich finde die Frage auch wichtig. Ich habe nicht den Eindruck, dass das daran liegen würde, dass diese Bewegungen, nachdem du Spanische zum Beispiel auch genannt hast, dass diese Bewegungen irgendwie nur lokal oder national denken und handeln würden, wenn man sich eben gerade anschaut, dass kurz vor Athen ja die Bewegungen in Portugal, Spanien, Griechenland diesen Aktionstag ausgerufen haben am 1. Juni, Kesselische Troika, und auch andere eingeladen haben, also auch hier waren ja in Österreich jetzt auch eine Aktion gegeben, und wenn man sich zurückerinnert an den 14. November, wo ja auch dieser Generalstreik in den Südländern von den Bewegungen dort sozusagen organisiert worden ist, habe ich nicht den Eindruck, dass
dass sozusagen die sehr national nur fokussiert werden. Also das, glaube ich, ist weniger der Grund. Ich glaube, eine Herausforderung ist, dass es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Erfahrungen mit Bewegungen und Gewerkschaften gibt. Ich weiß das von einigen Bewegungen in eben diesen Südländern, auch in Griechenland, die da einfach kritisch drauf schauen und sagen, da sind die großen Gewerkschaften dabei und die sehen wir als sozusagen eher Teil des Problems und das ist ein Grund und da muss man dann schauen, wie man damit umgeht. Nachdem, was weiß ich, in Frankreich oder in Belgien gibt es dieses Problem nicht, ja? dass sozusagen man hier diesen starken Widerspruch hat. Das wäre für mich auch eine Herausforderung, die ich nennen hätte wollen, in dem Sinn auch jetzt nennen. Kannst du dann nachher noch einmal. Genau, wie geht man damit um? Ja? Und das sind schon Dinge, wo man sich, wo man ehrlich drauf hinschauen muss. Ja? Und wo man auch merken muss, da gibt es eben unterschiedliche Realitäten und die Frage ist, wie kann man es überwinden? Ja? Aber das war sicher ein Grund, warum manche Bewegungen weniger stark da waren, abgesehen von ganz banalen Gründen wie finanzielles zum Beispiel und wo es halt dann schwierig ist, wenn nachdem es ein selbstfinanzierter Prozess war, halt viele Leute herzubringen. Genau. Vielleicht nochmal an dich, Walter, wie siehst du sozusagen diesen Punkt auch, dass es in bestimmten Bewegungen einfach auch dieses Problem gibt mit den etablierten Kräften, mit den Gewerkschaften, vielleicht auch mit den linken Parteien? Wie siehst du das aus deiner Perspektive? Erstens stimmt die Beobachtung, aber zweitens bin ich der Meinung, dass es keine Alternative dazu gibt, dieses Zusammenspiel von sozialen Bewegungen, Gewerkschaften und politischen Parteien als den drei möglichen antagonistischen Kräften zur Austeritätspolitik zu organisieren. Und das sind Lernprozesse, die auf allen Seiten gemacht werden müssen und die sind, glaube ich, schwierig, weil alle über ihre Schatten springen müssen. Aber ich sehe keine strategische Alternative dazu. Zweitens, wie die Alexandra richtig sagt, also das, was ich über Syriza gesagt habe, ist ein Element einer Strategie und nicht die Strategie. Ich glaube aber, dass der entscheidende Punkt der ist, dass es jemanden geben muss, der nicht nur ausruft, wir sind gegen die Memoranda, sondern der auch auf der Ebene der politischen Macht sagen kann, wir akzeptieren sie nicht mehr. Wir spielen dieses Spiel nicht mehr mit. Und das ist meiner Meinung nach die Rolle der Politik und das ist der Prozess, den wir auslösen müssen in diesem Dreispiel von sozialen Bewegungen, Gewerkschaften und politischen Akteuren. Danke. Vielleicht gebe ich sozusagen jetzt mal dir das Wort, Klaus, und dann würde ich bitten, den Sessel kurz freizulassen, damit wir noch eine zusätzliche Perspektive reinholen. Ja. Also ich wollte ganz kurz erzählen, also aus dieser Sitzung von Athen gab es ja auch einen Spruch von dem linken Vertreter der europäischen Linken im Parlament, der eigentlich eine ganz interessante Darstellung gebracht hat. Er hat gesagt, also die fortschrittlichen EU-Parlamentarier und die fortschrittlichen Kräfte, die also auch gegen den Neoliberalismus sind, die müssen sich eben bündeln mit der Zivilgesellschaft und auf die Art und Weise könnte man aus den Institutionen der EU mit den Zivilgesellschaften dann doch zu politischen Realitäten kommen. Und da ist eben ein Punkt, der mich sozusagen ein bisschen hoffnungsfroh gemacht hat. Ich glaube, Sie haben alle die Europäische Bürgerinitiative zu der Wasserprivatisierung gehört. Und die ist also gestern tatsächlich zu dem Erfolg gekommen, dass die EU-Kommission es eingestellt hat, auf dem Weg weiterzugehen. Das heißt also, die Bürgerinitiative hat tatsächlich was bewirkt. Und es ist also nächste Woche, sogar diese Woche in Brüssel, die nächste Verbesserung der Europäischen Bürgerinitiative zur Diskussion, sie weiter auszudehnen, über die Verträge von Lissabon hinausgehende Dinge beantragen zu können und bis zu EU-Referendum zu kommen. Und all diese Dinge ergeben dann schon auch die Möglichkeit, dass die Bürger über die Zivilgesellschaft, über Institutionen, die es jetzt schon gibt, auch was zu bewegen. Das ist natürlich eine andere höchstwahrscheinlich parallele Geschichte, die man machen kann. Aber ich bin da nicht so ganz pessimistisch, dass das nicht da geht. Dankeschön. Also auch die Frage sozusagen, inwiefern kann man bündeln und können auch Bürger, Bürgerinneninitiativen auch ein Weg sein? Ja? Das geht also in
dann über, genau. Ich mache jetzt nochmal einen Aufruf, sozusagen, es sind auch Frauen herzlich eingeladen, sich zu beteiligen, die Lena vielleicht. Ich stelle das kurz ein bisschen zurück. Ich würde dann nämlich auch noch gerne fragen, ob jemand von Blockupy kurz Lust hat, was zu sagen. Und mach dann ich. Gehen wir sozusagen, deswegen machst du, da. Super. Bitteschön, die Lena wird es gleich erklären. Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war vor, glaube ich, jetzt 3 oder 4 Wochen die großen Blockupy-Proteste in Frankfurt, wo die Europäische Zentralbank blockiert worden ist, wo eine riesengroße Demonstration war, zu der eben Parteien, soziale Bewegungen, Nichtregierungsorganisationen gemeinsam aufgerufen hatten. Und dort hat sich für mich und ich glaube auch für alle Teilnehmerinnen dieser Demonstration ganz stark gezeigt, wir können manchmal nicht miteinander, wir können aber auch nicht ohne einander und wir können immer besser miteinander, wenn wir gemeinsam kämpfen. Das hat sich in Frankfurt einfach sehr stark gezeigt. Es war eine starke Repression, der die Bewegung ausgesetzt war. Die Demonstration wurde nach den ersten 500 Metern gestoppt. Und dort war es unglaublich interessant zu sehen, dass im Gegensatz zum letzten Jahr sich alle Demonstrationsteilnehmerinnen, alle Blöcke, die Parteien, die Bewegungen, die Gewerkschaften, auch eben die Nichtregierungsorganisationen nicht haben spalten lassen, sich miteinander solidarisiert haben, dass sich die Gewerkschafter und GewerkschafterInnen zum Beispiel zwischen Demonstrantinnen und Polizei gestellt haben, um die Demonstrantinnen zu schützen, dass die Linkspartei BeobachterInnen dabei hatte und eben auch mit ihrer Rolle als Parlamentarier und Parlamentarierinnen es geschafft hat, zum Teil Demonstrantinnen zu schützen, weil sie eben eine bestimmte Immunität haben und die Polizei sich einfach da nicht so traut, reinzugehen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige. Ich glaube einerseits, dass Parteien alleine nicht gewinnen können, weil sie brauchen den Druck von unten und sie brauchen auch die Unterstützung von unten, um sich gegen diesen Druck von oben wehren zu können. Und andererseits brauchen wir als Bewegung auch die Parteien, die manchmal eben ein Sprachrohr sein können, auf einer Machtebene, um unseren Forderungen Ausdruck zu verleihen, und so schaffen wir es eben. Und ich glaube, das hat Frankfurt ganz gut gezeigt, dass es eben über Jahre und gemeinsame Kämpfe auch zusammengeht. Ich stelle kurz eine Nachfrage, vielleicht bleibst du noch kurz sitzen, dann gebe ich es nochmal in die Runde und kommt schon dran, keine Sorge. Warum war das jetzt möglich in Frankfurt? Was glaubst du, sind die Dinge, die den Ausschlag gegeben haben, weil es ist ja nicht selbstverständlich ist, dass man sich nicht spalten lässt und dass man schon zusammensteht. Was siehst du als das, was da so gut funktioniert hat? Also ich glaube, was einfach ganz, ganz wichtig ist, ist eine gemeinsame Zusammenarbeit über lange Zeit hinweg und einfach gemeinsamen politischen Austausch. Die Diskussion über unterschiedliche und ähnliche Positionen ist, glaube ich, unabdingbar. In dem Moment kann man, glaube ich, erst zusammenstehen, weil sich bestimmte Teile der Bewegung plötzlich auch vielleicht besser verstehen. Dass zum Beispiel ein antikapitalistischer Block sehr wohl auch mit anderen Strömungen zusammen kann, wenn man sich kennt und es nicht bedrohlich wirkt oder nicht so eine Distanz besteht. Ich glaube, das ist wichtig, die gemeinsame Zusammenarbeit über Jahre. Aber es spielt halt auch eine Rolle, dass wir in einer Zeit leben, wo die Krise sich wieder verschärft und wo man halt auch gemeinsam noch stärker zusammenhält, gerade auch jetzt zum Beispiel in Deutschland, wo es einfach immer sichtbarer wird. Es ist nochmal eine andere Situation als vor einem Jahr. Dankeschön. Vielleicht sozusagen nochmal in die Runde. Wir hatten sozusagen Blockupy auch, was können wir daraus lernen? Wir hatten die Frage, was können Bürger-Bürgerinnen-Initiativen leisten? Was können wir auch lernen aus dem Erfolg? Und sozusagen noch ein paar andere Punkte. Gibt es von euch eine Reaktion gerade? Oder sagen wir, bitte. Ich wünsche, ich hätte auch was Positives zu berichten, aber die Wasserprivatisierung zum Beispiel in Thessaloniki, die wird trotzdem durchgezogen. Und die ELT-Mitarbeiter okkupieren Fernsehsender das 14 Tage und es passiert trotzdem nichts. Es ist natürlich notwendig, dass wir nach wie vor kämpfen, man darf nicht aufgeben, aber wenn meiner Meinung nach nicht eine internationale Kampagne daraus entsteht, haben wir viel weniger Hoffnungen als so. Danke. Alexandra? Schon. Na, ich wollte nur noch mal ergänzen zu dem, was jetzt gesagt worden ist bezüglich der Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, Parteien. Ich glaube, es geht schon mehr als nur um über den Schatten zu springen, wie du es genannt hast, Walter. Ich glaube, es geht schon auch darum, dann eben eigene Positionen zu verändern. Und es geht auch darum, neue Formen des Miteinanders zu finden. Ja? Also ich glaube, ohne das geht es nicht, weil einfach, wenn sich Gewerkschaften nicht in ihren Positionen oder auch wie sie agieren, verändern, dann glaube ich, wird es langfristig keine Zukunft haben. Also ich glaube, das
oder auch andere. Ne? Also nur die Gewerkschaften oder auch die Bewegungen? Nein, natürlich auch die Bewegungen und auch die Parteien. Also ich habe es jetzt nur als Beispiel genannt, weil ich glaube, für viele halt die oft so auch wahrgenommen werden. Insofern glaube ich, geht es darum, um mehr. Und das, was ich auch noch sagen wollte, ich glaube, es geht auch um mehr als, also Parteien als Sprachrohr, sondern ich glaube, dass das Fundament ist auch, dass wir gemeinsam Demokratie weiterentwickeln. Und für mich ist es sozusagen viel mehr, als nur zu sagen, wir müssen uns jetzt zusammentun und dann schauen, dass wir stark sind und dass wir das Sprachrohr Partei haben. Ich hätte gern eine Gesellschaft, wo demokratische Strukturen so sind, dass das, was jetzt passiert, nicht mehr passieren kann. Dass Parteien Entscheidungen treffen über die Köpfe der Menschen hinweg und die Bevölkerung in vielen Fällen keine Möglichkeit haben, mit demokratischen Mitteln diese Dinge zu verhindern. Hätten wir sie nämlich, dann würden sie auch nicht passieren. Also denkt mal, Island ist ein gutes Beispiel, wo man das auch sieht mit der Abstimmung, wo sie auch dann dagegen gestimmt haben. Und ich glaube, wenn es diese Möglichkeit gibt, dann, ja, auch Beispiel Frankreich, Verfassungsvertrag ist ein gutes Beispiel, wo wir das gesehen haben, dass die Leute dagegen sind und das brauchen wir. Also es geht darum, das zu entwickeln und da sind wir gemeinsam auch gefordert. Sozusagen, wenn du nicht mal möchtest, ich gebe es mal weiter, ich spitze es nur noch mal zu, auch hier von der Katharina, was ich gehört habe, wir erreichen kleine Sachen, aber erreichen wir sie wirklich für alle oder erreichen wir sie nur für das Europäische Zentrum? So. Und was heißt das auch? Wenn das unsere Erfolge sind und hier Parteien, ja, aber müssen wir das Modell Partei nicht auch neu denken oder weiterentwickeln? Ja? Demokratie, aber auch sozusagen zugespitzt Partei. Ja? Ich mag das Thema Bewusstseinsbildung ansprechen, das du vorher erwähnt hast. Ich glaube, dass man auch Bewusstseinsbildung betreiben muss bei rechtswählenden Menschen. Und da haben wir die Thematik, dass links und rechts sehr oft Überschneidungen haben beim Thema Landwirtschaft, beim Thema Demokratie oder beim Thema Banken zum Beispiel. Ja. Darum glaube ich, dass da den Schritt in die Richtung dieser Menschen braucht, dass man es, keine Ahnung, abholt. Ja. Die Frage ist, in welchem Kreis passiert das und unter welchen Voraussetzungen, Rahmenbedingungen passiert das. Ich glaube, dass man die Leute abholen muss. Ja. Das heißt, FPÖ-Politik als Symptompolitik entlarven. Ich glaube, es geht ganz sicher. Und die Frage ist, wie macht man es, auf welcher Ebene macht man es? Ja. Kampf auf einer aggressiveren und ich bin gescheiter Ebene, glaube ich, das ist die Frage. Und was die Partei betrifft, ich bin AK-Freund und ich beschäftige mich intensiv mit Demokratiereform. Ich glaube schon, dass sowas wie eine nachnationale Europapartei braucht nächstes Jahr. Hoffentlich passiert irgend sowas, wo sich Syriza vielleicht anschlicht, vielleicht Grillo und wer auch immer da noch dazugehören kann. Ne? Ja, ich würde nicht links draufschreiben, aber ist egal, es kommt immer darauf an, wie man die Sachen vermittelt, glaube ich. Weil wenn ganz zum Schluss echte Demokratie rauskommt, dann sind rechte Tendenzen eh entlarvt als nicht zielführend. Und ich glaube, dass man als nachnationale Europapartei halt hergehen muss und sagen, Leute, ihr kämpft gegen einen Terror und erzeugt damit mehr Terror. Ja? Und das ganze Konsumthema doch auch mit hineinbringen. Genau. Danke. Dankeschön. Sozusagen vielleicht gleich deine Wortmeldung. Auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit, vielleicht, wenn noch jemand eine Wortmeldung machen mag, auch nochmal sozusagen, Frauen sind herzlich aufgerufen, vielleicht kommt es nach vorne, damit ich sehen kann, ansonsten würde ich das dann danach schließen. Bitte schön. Ich sehe das auch so, dass es einer kombinierten Strategie von Parteien, Gewerkschaften und Bewegungen bedarf, möchte aber in der besonderen Situation, in der wir uns heute befinden, das unterstreichen, was der Walter gesagt hat. Wenn es zu einem Wahlsieg von Syriza käme, ist absolut notwendig breiteste Solidarität. Man weiß nicht auf der einen Seite, wie ein Teil von Syriza sich verhält. Man weiß, es gibt auch also Leute, die sehr kompromissbereit sind und es wird einen weiteren fundamentalen Angriff des internationalen Kapitals also auf so eine Linksregierung also geben und da muss man ganz massiv also schauen, dass breiteste konkrete Solidarität erfolgt und ich stimme auch mit dem überein, was er gesagt hat, ein Linkserfolg in Griechenland hätte natürlich Folgen unmittelbar in Spanien und in Portugal. Ich teile nicht die limitierte Einschätzung, die von einigen, vor allem von der Alexandra, gekommen ist hinsichtlich des Sozialforumsprozesses. Es heißt ja ausdrücklich Sozialforumsprozess. Ja. Es war nicht nur ein Raum, es hat eine Menge konkreter also Beschlüsse gegeben, es hat Aktionstage gegeben,
man hat gemeinsam mobilisiert mit den Gewerkschaften gegen die Bolkensteiner-Richtlinie. Es hat in Frankreich, nicht nur in Frankreich, die riesige Bewegung gegen den EU-Reformvertrag gegeben. Es hat 1000 Komitees gegeben und viele Leute aus diesen Komitees haben gesagt, diese breite Aktivität von unten hätte es nicht gegeben, hätte es nicht den Sozialforumsprozess gegeben. Aber ich will nicht nach hinten schauen, sondern nach vorne. Der Alter Summit ist jetzt mit einem neuen Anspruch aufgetreten und ich war ja mit Walter gemeinsam in einer dieser Assemblies zur extremen Rechte, also gegen Rechtsextremismus und Neonazismus, und da wurde eine konkrete Sache aufs Tapet gebracht, nämlich, dass man eine große internationale Konferenz gegen Rechtsextremismus und Neonazismus macht. Okay. Da wurde, ich bin am Ende, ist die Frage an den Walter, da wurde als Tagungsort vor allem Budapest also genannt. Mich würde interessieren, wie weit die Vorgespräche, die Vordebatten also gelaufen sind. Dankeschön. Vielleicht magst du kurz darauf reagieren und dann nehmen wir die letzten zwei Wortmeldungen. Ja, das ist wirklich einfach. Also es hat am Sonntag in der Früh so eine Auswertungsrunde der Assemblies gegeben und die Spielregel war, dass die Facilitators der Assemblies berichten, was beschlossen oder vorgeschlagen wird und dass niemand darauf reagiert. Und ich habe diesen Beschluss vorgebracht, hatte das Gefühl, dass alle irgendwie die Notwendigkeit verstehen und gut finden. Aber wir sind da jetzt im Diskussionsprozess. Also es ist keine Einmütigkeit oder so diesbezüglich hergestellt worden, weil wir noch nicht inhaltlich diskutiert haben. Dankeschön. Dann bitte ich vielleicht um die letzten zwei Wortmeldungen. Gabriele Eibenberger. Ich kann da fachlich eigentlich nicht so viel mitreden, aber ich möchte nur darauf hinweisen, oder meine Meinung ist, dass auch die Analyse, warum vielleicht nicht so viele Menschen dort gekommen ist oder die Situation von den Griechen. Ich glaube eigentlich, dass die Gewerkschaften die Glaubwürdigkeit verloren haben. Jeder, der persönlich einmal der krank war oder arbeitslos war, ja bitte, wo sind dann, also das ist meine Erfahrung gewesen und viele andere auch, da sind die Gewerkschaften nicht da. Und ich glaube gerade die auch in Griechenland oder ich glaube für die Griechen ist ja Europa fast schon wie ein Feindbild geworden. Ich meine, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, nicht? Weil Europa nicht angekommen ist, bei den Menschen unten, in Österreich ja auch nicht. Es ist ja nicht angekommen. Wo ist denn der? Jetzt ja mit EU nur mit der Währung. Das ist das Einzige, was die Leute hier sozusagen verbindet. Und von den Gewerkschaften auch, ich habe auch nicht gehört, dass die Gewerkschaften eingetreten sind gegen sozusagen fast sklavenähnliche Beschäftigungen von Migranten in Spanien, in Italien. Also die sind ja Teil des Problems und des Establishment und deswegen sehe ich es sehr, sehr schwierig, die Glaubwürdigkeit dieser Gewerkschaften. Im Übrigen wohne ich nicht hier, ich wohne im Süden, ich wohne in Südafrika. Ja? Und wir bekommen dort, unsere Märkte werden überschwemmt mit subventionierten Lebensmitteln aus der EU, die mit sklavenähnlicher Arbeitskraft wiederhergestellt werden sind. Also ich bin sehr skeptisch mit dieser Zusammensetzung dieses Alter Summits. Dankeschön. Uli vielleicht? Ja, Uli Sambor. Ich wollte zwei Sachen erwähnen. Das eine, dass mir die Atmosphäre sehr gut dort gefallen hat in dem Stadion, weil es so hell war und freundlich und weil es einfach Auftrieb gibt, wenn das auch in einem entsprechenden Rahmen stattfindet, der fröhlich ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Kritik vielleicht ein bisschen für eine andere, für das nächste Mal, dass man das vielleicht mehr unter die Leute bringen kann. Wir wissen, wir beschäftigen die offiziellen Medien nicht sehr, sondern die negieren uns einfach. Darum glaube ich, dass zum Beispiel innerhalb von Athen viel mehr Plakate, ich weiß, es ist eine finanzielle Frage, aber viel mehr Plakate sein müssen, dass die Leute selbst darauf aufmerksam werden drauf. Ich persönlich, ich habe also mir ein bisschen Athen auch angeschaut, ich habe nirgends ein Plakat gesehen oder einen Hinweis, dass es stattfindet. Und darum meine ich,
wir müssen das auch mehr publik machen. Ich habe es erst gesehen, wirklich im Stadion, das erste Plakat, und das ist einfach zu weit weg für die Leute, die dort sind. Also vielleicht schaffen wir das nächste Mal mit mehr publik machen. Das Zweite, was ich erwähnen möchte, ist Folgendes. Wenn wir verglichen haben jetzt zum Beispiel die Europäische Bürgerinitiative mit dem Wasser und dem bedingungslosen Grundeinkommen. Wenn man Wasser sagt, weiß jeder, worum es geht. Wenn man sagt, bedingungsloses Grundeinkommen, wissen das erst sehr wenig Leute und man muss das erst erklären. Und ich meine, dass wir über das soziale Thema viel leichter die Leute erreichen können, als wenn wir sagen, Finanzsystem oder Demokratie und so weiter. Wenn man also die Leute dort trifft, wo man sagt, also wie schaut es in deiner Arbeit aus, wie fühlst du dich wohl, wie viel Stress hast du und all diese Sachen, dann würden auch viel mehr Leute sich dazu finden, weil sie selbst betroffen sind. Dankeschön. So, wir haben jetzt nochmal sehr viele inhaltliche Punkte auch gehabt. Die grundsätzliche Frage, kann es überhaupt gehen miteinander? Sozusagen die Skepsis, die auch wahrscheinlich viele erleben. Die Frage, was kann das Thema sein, an dem wir es aufhängen? Oder auch, warum war der Alterssummit in Griechenland einfach nicht so gut verankert? Mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt noch zwei kurze Runden machen, dass ich euch einmal jetzt noch die Möglichkeit gebe, darauf zu reagieren. Und dann würde ich noch eine Abschlussfrage stellen, sodass wir pünktlich Schluss machen. So haben wir einfach eine kurze Runde geben, die reagiert, worauf ihr möchtet, was ihr gerade sinnvoll findet. Bitte. Ja, ich möchte zu zwei Argumenten Stellung nehmen. Das erste Argument ist, Europa als Feindbild. Wäre ich Grieche oder Griechin, zunächst genau so sehen. Das Problem ist, dass die Interpretation, dass die Europäische Union verantwortlich für die Austeritätspolitik und die Zerschlagung der Sozialstaaten ist, ist nicht richtig. Und das ist deswegen ein wichtiger Gesichtspunkt, weil wir uns ja die Frage stellen müssen, kann man eigentlich die Vorstellung haben, dass eine Alternative zur herrschenden Politik ausschließlich auf nationalstaatlicher Ebene verwirklicht werden kann. Und das ist eine Frage, die sie theoretisch stellt, ist aber eine Frage, die sie erstellen würde, würde es in einem der Länder des Südens eine linke Regierung geben. Wäre das ein Beitrag zu einem gemeinsamen europäischen Kampf, diese Politik zum Scheitern zu bringen, die derzeit das Leben von Millionen Menschen zerstört? Oder wäre es eine nationale Angelegenheit der jeweiligen Völker? Und meine Interpretation ist, dass sowohl für die, in denen solche Regierungen nicht sind, wie auch für die, wo solche Regierungen sind, entscheidend ist zu verstehen, dass es um eine europäische Auseinandersetzung geht. Und ich wollte nur dem Argument mit den Gewerkschaften was sagen, weil vielleicht bin ich da missverstanden worden. Also ich bin kein Gewerkschaftssekretär. Ich ärgere mich über die Gewerkschaften jedes Mal, wenn sie bei Wahlen für eine der Parteien aufrufen, die dafür verantwortlich ist, wie die Politik hier in Österreich betrieben wird. Das Problem ist, glaube ich, ein anderes als dieser Ärger. Das Problem ist, kann man sich vorstellen, dass Sozialstaat und Demokratie verteidigt werden können, ohne dass diese großen Organisationen in diesen Prozess einbezogen werden. Und ich begreife diesen Prozess als einen Prozess der Wiederaneignung. Die Gewerkschaften gehören denen, die ihre Mitglieder sind. Und diesen Änderungsprozess, glaube ich, muss man im Auge haben, wenn man versucht, sich vorzustellen, welche Rolle Gewerkschaften, soziale Bewegungen und politische Akteure gemeinsam im Kampf um eine andere Politik in Europa spielen können. Dankeschön. Eigentlich wollte ich genau auf die gleiche zwei Fragen antworten. Ich könnte mich offensichtlich nicht besser als drücken aus der Walter. Es ist tatsächlich so, dass die Gewerkschaften in Griechenland nicht mehr anerkannt werden, teilweise von den Arbeiterinnen, und das auch nicht ohne Grund. Einerseits, die letzten 3 Jahre gab es ein
kontinuierliches Abbauen der Arbeiterinnenrechte gilt fast nichts. Und andererseits, auch wenn sie kämpferisch dagegen, wenn sie die Gelegenheit hatten, kämpferisch dagegen zu werden, haben sie es auch nicht ausgenutzt. Und das letzte Beispiel war auch nicht so weit weg, das war im Mai. Die Lehrerinnen haben gestreikt, wie ich euch vorher erzählt habe, die wurden einberufen von der Staat zur Arbeit und die Gewerkschaften haben sich geweigert, einen Generalstreik zu rufen. Und das war das, wäre das Einzige gewesen, was den Lehrerinnen das ermöglicht hat, zu streiken. Ne? Und wiederum aber, das heißt nicht für mich, dass die Gewerkschaften als Konstrukte eben böse sind oder ihr Ziel nicht erfüllen, sondern dass es eine Erneuerung geben wird. Und das kann nur auch durch die Politik entstehen. Also das ist irgendwie... ja, und deine Meldung fand ich auch sehr interessant und das passt irgendwie zusammen auch mit deiner Frage vorher. Man musste, wie hast du das gesagt, man musste rechte Leute wieder erziehen oder so? Bewusstseinsbildung, ja. Es ist im Endeffekt aber schon eine Kritik, die ich mir selber und die, finde ich, jede linke Kraft sich stellen sollte. Wissen Sie, wie die Nazis in Griechenland die Linken nennen? Kulturscheißer. Weil die zu gewagt und zu hoch kariert sprechen. Ja? Und da muss man sich schon Gedanken machen, wie mache ich einen Menschen bewusst, dass der Kapitalismus nicht funktioniert, ohne dass ich ihm Wörter erzähle, die er nicht kennt. Ja? Da sehe ich schon auch eine Notwendigkeit drinnen. Dankeschön. Alexandra? Ja, vielleicht nur ein Missverständnis aufzuklären, aus meiner Sicht, weil du das nochmal angesprochen hast, Hermann. Ich glaube, ich glaube, es ist falsch, wenn man den Sozialformprozess und den Alterssummit vergleicht. Ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Dinge, wo beides für sich eine große Relevanz hat. Und ich glaube, der europäische Sozialformprozess war extrem wichtig, um überhaupt die Basis für sowas wie den Alterssummit-Prozess zu schaffen. Also ich bin der Meinung, ohne den Sozialformprozess wäre das in dieser Form jetzt nicht möglich, weil er ganz viel an Vertrauen geschaffen hat, an sich kennen. Ja, also all das, was wir davor auch schon genannt haben, was sozusagen wichtig ist für... um überhaupt sowas aufbauen zu können. Was ich anders erlebe, wenn ich jetzt als jemand, die sehr intensiv beim Sozialformprozess und jetzt bei dem dabei ist, ist, dass eben es jetzt ein Raum ist, wo man sich regelmäßig trifft und auch jetzt eben dieses Event organisiert hat, wo man wirklich gemeinsam begonnen hat, über Europa und über diese inhaltlichen Fragen in einer strukturierteren Form zu diskutieren und das Manifest eben auch wirklich in einem breiten partizipativen Prozess zu erarbeiten. Und meine Wahrnehmung war, dass das eben vorher, auch weil es diese Krise nicht gegeben hat und daher auch diese Verbindung nicht so bewusst war, die der Walter dann so schön nochmal aufgezeigt hat, nicht so stark im Bewusstsein war. Und ich glaube, dass die Krise und die Art, wie derzeit Krisenpolitik von Seiten der Eliten gemacht wird, hat da einfach auch die Realitäten verschoben und auch uns mehr oder weniger dazu gezwungen, wenn man es mal so sagen will, oder bewusst gemacht, dass das notwendig ist. Ja? Also davor war es einfach nicht so stark im Bewusstsein, außer halt anhand von einigen wenigen Projekten. Und das ist, glaube ich, das Neue. Und ja, insofern finde ich, ist es schön, dass diese Vorarbeit geleistet worden ist und dass es jetzt möglich ist, auf dem aufzubauen und diesen nächsten Schritt zu setzen. Und man muss auch noch sagen, vielleicht als Letztes, der Alterssummit ist ja auch nicht der einzige Prozess, wo sich Bewegungen auf einer europäischen Ebene austauschen. Ja, also ich finde, das ist auch ganz wichtig, hier keine Exklusivitätsansprüche zu haben. Es gibt ganz viele Räume, wo verschiedenste Bewegungen zu verschiedensten Themen sich weiterhin austauschen, koordinieren und miteinander arbeiten. Gut, Dankeschön. Ich würde gerne noch eine letzte, ganz kurze, quasi Blitzlichtrunde machen. Wir haben irrsinnig viele, denke ich, Problemfälle aufgemacht. Ich fand das sehr spannend. Ihr seid ja alle drei nun quasi eigentlich so ein bisschen so, was auch wie
wie Grenzgängerinnen und Grenzgänger zwischen diesen verschiedenen Organisationstypen, Bewegungstypen, zwischen diesen Akteurinnen, die sich da ja auch begegnen. Ja. Seid ihr alle in der einen oder anderen Form auch in dieser Vernetzung aktiv? Aus jeweils eurer Perspektive, aus der Organisation, aus der ihr kommt, in die ihr eingebettet seid, das ist mal ganz plakativ, in dem Fall ATTAC, Solidarity for All und Transform, was ist für euch sozusagen die eine Sache, die jetzt euch spontan als Blitzlicht einfällt, die ihr für eure Einbettung oder aus dem Kontext, wo ihr kommt, braucht von einer gemeinsamen Zusammenarbeit, von einem Prozess? Was ist die Sache, die aus eurer Perspektive die wichtigste ist, um das Miteinander irgendwie noch besser zu gestalten, um den Kampf noch stärker zu machen? Also machen wir einfach nochmal eine kurze Runde? Oder müsst ihr jetzt urlange nachdenken? Mach einfach ein Blitzlicht. Also spontan fällt mir ein, ich glaube, wenn wir für ein anderes Europa kämpfen wollen, also als Ziel, ja, dann glaube ich, dass wir miteinander auch das, was wir fordern und wollen, leben müssen, im Sinne von, wir brauchen transparente, demokratische Prozesse. Ich glaube, da haben wir vieles noch zu lernen, eben auch, wie können wir diese Gruppen reinbringen, die noch nicht drinnen sind, wie können wir auf die zugehen und proaktiv sie reinholen. Und ich bin jemand, der sehr viel auf das schaut, weil ich glaube, die Inhalte sind wichtig, unsere Visionen, unsere Forderungen, aber der Prozess ist genauso wichtig. Also er ist auf der gleichen Ebene. Und wenn wir das nicht hinkriegen, werden wir auch diesen gemeinsamen Weg nicht schaffen. Insofern ist mir das ein großes Anliegen, das ja, finde ich wichtig. Dankeschön. Ja, also ich muss gestehen, dass ich erstens so eine Art Berufspolitiker bin und zweitens aus Verhältnissen komme, die normalerweise nicht zugelassen hätten, zu studieren, einen qualifizierten Beruf anzunehmen, in erträglicher sozialer Sicherheit zu leben. Und das wird durch die gegenwärtige Politik in Frage gestellt. Und daher fühle ich mich, ich kann das für mich gar nicht anders beschreiben, auch persönlich beleidigt. Persönlich gedemütigt, persönlich beleidigt. Und jetzt trifft sich's wiederum gut, dass ich Berufspolitiker bin und bestimmte Fähigkeiten im Laufe meines Lebens entwickelt habe. Und das, was den Sinn von alledem für mich ergibt, ist, ich will diesen Kampf gewinnen. Wir müssen diesen Kampf gewinnen. Erstens für uns, zweitens für die, die uns sozusagen nachkommen, aber drittens auch dafür, dass es einigermaßen erträgliche, demokratische, zivilisierte Zustände gibt. Wir müssen diesen Kampf gewinnen und wir sollten die Mittel und Strategien wählen, die uns erlauben, diesen Kampf tatsächlich zu gewinnen. Danke. Ja, wir müssen gewinnen, wir werden gewinnen, werde ich sagen dazu. Allerdings müssen wir ein bisschen schneller werden. Das wiederhole ich nochmal. Also ich rufe jeden in diesen Raum, der dieses Video sehen wird, sich mit Spanien, mit Griechenland, mit der Türkei, mit Brasilien, mit all diesen Bewegungen zu solidarisieren. Es ist sehr wichtig, dass wir da nicht nur gemeinsame Ziele, aber auch gemeinsame Strategien entwickeln. Und es ist auch sehr wichtig, dass die da oben verstehen, dass wir da unten mehr sind. Wir müssen die Information einfach loslassen, wir müssen Leute helfen, sich ihr eigenes Leben in der Hand zu nehmen. Also diese einfach Enteignung der Politik, Die Politiker, die Berufspolitiker vor allem, werden oft nicht ernst genommen, nicht mehr, vor allem in Griechenland, in Österreich auch teilweise. Und wenn uns die Personen da oben nicht passen, dann müssen wir sie einfach ändern. Also es geht nicht um mehr als das. Ja. Wir müssen wieder das Partizipatorische in der Politik erkennen und erleben. Und das kann nur durch Solidarität passieren. Ja. Mhm.
Dankeschön. Danke für diese drei wirklich besonders schönen Schlussworte. Ich hätte jedes für sich so stehen lassen können. Ich habe gehört, wir müssen auch am Miteinander arbeiten, wir müssen anders miteinander arbeiten, miteinander kämpfen, wir müssen das, was wir nach außen vertreten, auch nach innen hin leben. Ich habe gehört, wir müssen uns des gemeinsamen Ziels bewusster sein, wir müssen uns auch bewusst zu artikulieren, müssen bewusst artikulieren, dass wir einen Kampf kämpfen und dass wir den gewinnen müssen. Und wir müssen in die Köpfe, wir müssen quasi in die Bäuche, wir müssen Menschen erreichen über Bildung, über Bewusstseinsarbeit und wir müssen uns selbst ermächtigen und auch andere einladen, sich selbst zu ermächtigen. Das sind sozusagen die drei großen Dinge, die ich jetzt für mich gehört habe. Ich hoffe, ihr habt für euch auch Sachen gehört, die spannend waren, die euch angesprochen haben. Ich bedanke mich bei meinen Gästen für eine sehr interessante Diskussion und schließe mit den paar üblichen verdächtigen Abschlussmeldungen. Danke an das WUK, das uns hier heute beherbergt. Danke an alle Organisationen, die mitgewirkt haben. Danke an ZIGE.TV fürs Filmen. Danke an euch alle fürs Dasein. Wir haben auch trotz der Sommerpause noch ein paar Termine, die auf uns zukommen. ATTAC hat zum Beispiel die Sommerakademie jetzt im Juli in Eisenstadt, wo wir 4 Tage über ein anderes Europa und in dem konkreten Sinne über ein anderes Wirtschafts- und Finanzsystem diskutieren werden. Es geht auch im Herbst weiter mit den Veranstaltungen hier im WUK, mit den Veranstaltungen für Solidarity for All. Wir haben draußen auch Infomaterial von allen Initiativen, auch von Transform liegen. Und für alle, die noch nicht genug haben, wir gehen dann nachher noch auf ein Bier im WUK-Beisel. Wir haben dort einen Tisch reserviert. Möchte ich alle recht herzlich einladen. Bedanke mich für euer Kommen.